Hallo Leute, der Erik hier mit einem kleinen Vorwort, bevor dieses lange, lange, lange Video losgeht. Und zwar vielleicht vorab erstmal, damit ihr euch nicht wundert, es wird so sein, dass ab einem bestimmten Punkt in diesem Video, nämlich wenn die Charaktererstellung losgeht, ihr den Charakterbogen sehen werdet, den ich ausfülle. Nur, dass ihr im Video auf der Cam seht, dass ich die ganze Zeit nach unten gucke und Sachen ausfülle. Und wir werden die ganze Zeit englische Begriffe benutzen, obwohl auf dem Charakterbogen deutsche Begriffe zu sehen sind. Das liegt daran, dass ich das Ganze hier live auf Papier ausgefüllt habe. Ja, also Steven hat mir das Ganze eben beigebracht, wie man einen Dungeons and Dragons Charakter erstellt. Und ich habe das hier eben auf dem Papiercharakterbögen ausgefüllt. Nun dachte ich aber, wäre es ja für euch cool, wenn ihr auch seht, was da passiert. Und habe deswegen quasi nochmal das Video laufen lassen und den Ton laufen lassen und dabei in einem online ausfüllbaren Dungeons and Dragons Charakterbogen das Ganze dann quasi nochmal während es läuft ausgefüllt, sodass ihr eben auch seht, welche Werte ich eintrage und so weiter und so fort. Das führt aber nun dazu, dass der Charakterbogen, den ihr seht, auf Deutsch ist, weil ich dachte, es ist eigentlich cooler, wenn die Begriffe alle auf Deutsch sind für euch und wir teilweise aber englische Begriffe sagen. Teilweise sind sie auch an anderen Orten eingeordnet und vor allem füllt der Charakterbogen halt oft Dinge automatisch aus. Das heißt, wenn du einen Wert in den Charakterbogen eingibst, dann rechnet er praktischerweise automatisch aus, was das für die anderen Werte bedeutet. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum manchmal wir Dinge sagen, nachdem sie auf dem Charakterbogen schon zu sehen sind und so weiter. Und dann sei vielleicht noch ganz kurz gesagt, das Video ist zweigeteilt, nämlich wird im ersten Part Steven erstmal so ein bisschen Dungeons and Dragons generell vorstellen, was gibt es für Völker, was gibt es für Klassen, was gibt es für Rassen und so weiter und so fort. Und danach kommt dann die Charakterstellung von meinem Charakter Tissaia Dekarian. Und für alle, die das nicht interessiert, mache ich hier einfach mal ganz kurz den Hinweis, dass Timestamps im Video sind. Das heißt, ihr werdet dann sehen, ab welchem Punkt ihr auf die Charaktererstellung springen könnt, falls ihr sagen solltet, ist mir eigentlich relativ egal, die Klassen und Völker und Rassen und so weiter, die möchte ich dann kennenlernen, wenn die Kampagne läuft. Dann könnt ihr einfach direkt dahin springen, wo quasi der Timestamp ist. Dann seid ihr direkt bei der Charakterstellung von meinem Charakter. Genau, das war's und damit übergebe ich jetzt an Steven und mich. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen beim schon angekündigten Video zur Charaktererstellung von meinem Charakter in Stevens Genau. Kampagne. Ich bin sehr aufgeregt Ich auch. und auch generell einen kleinen Überblick, was ist denn D&D eigentlich und was gibt es da so für Völker und so weiter und so fort. Das Genau. machen wir jetzt zuerst. Ich höre aufgeregt zu, denn ich gucke zwar D&D hier und da mal, habe es aber noch nie gespielt. Und danach werden wir dann meinen Charakter erstellen. Und ja, dann schauen wir mal. Genau. Ja, herzlich willkommen zu dem kleinen Erklärvideo. Auch nochmal zur Erinnerung, wenn ihr dieses Video seht, geht's bald los. In einer Woche. In einer Woche geht es dann also los mit unserer D&D-Kampagne. Wir sehen, dass bestimmt noch mal irgendwie ein Video gekommen ist, wo ich noch ein bisschen zur allgemeinen Story noch ein bisschen erzählt habe. Vielleicht machst du auch schon in dem Video. Mal gucken. Wir sind aber heute auf jeden Fall für die Charakterstellung da. Aber ganz kurz, D&D, mal ein paar Grundregeln einfach mal. Ja. Meine, du hast ja schon ein bisschen was geguckt, aber vielleicht auch für euch, wenn ihr noch gar keine Ahnung habt von Dungeons Dragons. Dungeons Dragons so ziemlich mit eines der ältesten Pen-and-Paper-Regelwerke. Gibt es schon seit den 70er Jahren, glaube ich, gab es schon die ersten, die irgendwie rausgekommen sind. War ja damals auch so ein ganz großes Tohuwabohu in den 80er Jahren, wo wohl in Amerika ganz krass gesagt wird, das ist Teufelsanbetung und keine Ahnung, was passiert mit unseren Kindern. Könnte zum Beispiel in Stranger Things Ja. ganz, ganz aktuell, gerade in der aktuellen Staffel, ist das auch so ein Thema. Ja, stimmt ja auch. Ja, ist Teufelsanbetung, ne? Genau. Und ja, das ist also eine große, große, bewegte Geschichte, was Dungeons & Dragons angeht. Mittlerweile sind wir bei der fünften Edition angekommen, das ist das Regelwerk, was wir nehmen. Wir spielen das Standardregelwerk erstmal, weil die gesamte Gruppe noch nie Dungeons & Dragons gespielt hat. Also Ja. sprich, wir nehmen halt wirklich nur das Standard. Also es gibt mehrere Bücher von Dungeons & Dragons, fünfte Edition. Ich habe das als PDF-Datei alles. Es gibt halt einmal das Game Master Regelbuch sozusagen, es gibt das Spielerhandbuch und es gibt das Monster Handbuch. Das sind eigentlich so die drei Standardbücher, die man eigentlich am Anfang so braucht, um bei Dungeons & Dragons und 5. Edition einzusteigen. Mit den dreien arbeiten wir. Ich nehme maximal vielleicht mal für vielleicht ein paar Monster schon mal aus erweiterten irgendwas heraus. Ja. Ansonsten sind das wirklich diese drei Standardregelwerke, die wir jetzt erstmal nur nehmen.
alles andere mit. Es gibt über Dungeons & Dragons wieder so viele Bücher, sowohl was noch Regelerweiterungen angeht, andere Rassen, andere Klassen, es gibt extrem viele Homebrew-Sachen und. Weil das Faszinierende bei den Dungeons & Dragons Regelwerk an sich ist, dass es einfach genug ist, dass man das auf alles rausmünzen kann. Ja. Man kann wirklich das nehmen, es gibt sogar wirklich Cthulhu in Dungeons & Dragons, also es gibt Kulturgeschichten, die Sci-Fi-Sachen, also es ist alles möglich mit Dungeons & Dragons. Ich mag das Regelwerk so sehr, weil es halt simpel genug ist, dass man es einfach alles anwenden kann. Man kann seine Fantasie freien Lauf lassen, was die Story-Erzählung angeht und so weiter. Genau. Wir spielen aber jetzt ein klassisches Dungeons & Dragons High-Fantasy-Setting, wenn man so möchte. Das heißt also, wir haben auch die Fantasy-Klassen und Rassen, wenn man so möchte. Ansonsten, für Dungeons & Dragons, neben dem Regelwerk, wenn ihr euch da einlesen wollt, braucht ihr einmal Vorwath, ein Standard-Würfelset, bestehend aus, muss ich das hinbekommen, aus dem W6, wir haben hier ein W8, wir haben hier zwei W10er, einer mit einer Stellen, einer mit 10er Stellen, ein W12, ein W4 und der wichtigste natürlich hier, der W20 Würfel. Denn ist es so bei Dungeons & Dragons, sämtliche Skill-Würfe und generell eigentlich alles, was man möchte, von ich möchte den Gegner angreifen zu ich möchte auf den Baum klettern, wird eigentlich mit dem W20 gewürfelt und rechnet man dann alle möglichen Boni noch drauf. Dazu kommen wir gleich, wie das alles genau funktioniert. Die ganzen anderen Würfel sind tatsächlich unterschiedliche Schadens- oder Heilwürfel, wie viel man halt Schaden macht an Gegner oder wie man sich selber heilen kann. Abgesehen von den beiden Zehnern, das ist halt zusammen der sogenannte W100-Würfel, der für die Einerstellen und der für die Zehnerstellen, wie wir so auch bei Cthulhu benutzt haben, ne, die beiden. Da ist halt mehr so in diese Richtung aus verschiedenen Tabellen, entweder irgendwelche Zaubereffekte rauswürfeln oder was hat die Gruppe zum Beispiel an Loot gewonnen und ähnliches. Das ist eigentlich so das, was ihr standardmäßig für Dungeons & Dragons das Regelwerk braucht. Wie gesagt, die Bücher sind gar nicht mehr so teuer, die Standardregelwerke. Ich glaube, hier ist es so 20 Euro. Ich glaube, das Monster war 10 Euro ungefähr. Es gibt mittlerweile auch, diese hat man nicht gedacht, hast du es gleich gefragt? Ich weiß nicht, ob es da hinten gerade liegt. Es gibt auf jeden Fall ein Einsteigerset. Es gibt auch ein Einsteigerset, genau. Wie teuer war das? Ich glaube, das kostet 50 oder so. 50 Euro? Da ist ja gleich alles so ein bisschen mit drin, ne? Ja. Genau, da ist ein Kurzregelwerk drin. Ah, hier ist es. Da ist ein Kurzregelwerk drin, ein Kurzspielleiterhandbuch, eine Anleitung, das Basisset. Ich glaube, es waren sogar nur 30, bin ich der Meinung. So, da ist dann drin ein Abenteuer tatsächlich, ein komplettes, was man spielen kann zum Einsteigen. Ja. Genau, also alles auch ganz cool gemacht. Dann gibt es hier so allerlei, es ist übrigens keine Werbung, wenn ihr das mal gesehen habt, gibt es hier so allerlei Zauberkarten, ne? Zauberkarten und Gegenstände. Und es ist halt auch ein komplettes Würfelset mit drin, was man braucht. So eine Karte eine von Standarddings, Charakterbögen sind mit drin. Und eben ein Buch, wo die ganzen Rassen und Regeln und so weiter in Kurzform drin sind. Ja. Ja, und das ist ziemlich cool. Ja. Ansonsten, wie gesagt, ich habe die ganzen PDF-Versionen, die sind um einiges günstiger nochmal, die man dann halt einfach online sich holen kann. Habe ich auf mein Tablet hier auch dabei. Genau, soweit also dazu, wenn ihr halt damit selber mit Dungeons & Dragons 5th Edition loslegen wollt. Es gibt ansonsten auch mittlerweile Dutzende Erklärvideos in allen möglichen Sprachen auf YouTube, wenn ihr da ein bisschen Hilfe braucht, wie funktioniert das eigentlich, wie funktionieren die Regeln ganz genau. Da wird auch nochmal alles extrem aufgedröselt. Also wirklich, Dungeons & Dragons ist das Hauptmedium vom Feinsten überhaupt, was Pen & Paper so gefühlt momentan mittlerweile angeht. Genau, ansonsten, wir blenden bestimmt auch mal vielleicht die PDF nochmal ein, aber ich zeig's mal ganz kurz in die Kamera. Das ist ein Standard-Charakterbogen, bestehend eigentlich aus drei Seiten. Einmal die Hauptseite, wo halt die ganzen Werte drauf sind und das Gold und so weiter. Dann eine Seite, wo man für sich selber, für seinen Charakter Notizen machen kann, wo man halt so Charaktereigenschaften machen kann. Hier kann man theoretisch ein Bild hinmachen von sich selber. Und er hat noch eine Seite, wo die ganzen Zauber dabei sind. Also hier sind halt die ganzen verschiedenen Stufen der verschiedenen Zauber und so weiter. Ich finde schön, dass man an der ersten Seite schon sieht, dass das Ganze sehr viel komplexer ist als Supers. Oh, ich habe auch so zwei Seiten. Naja, ich habe auch so zwei von denen. Brauche ich. Kannst auch zwei nehmen. Ja, genau, also drei Blätter besteht dieser Charakterbogen, wo dann eigentlich alles eingetragen wird. Genau, das erstmal so ganz allgemein zu Dungeons & Dragons, was eigentlich damit auf sich hat und so weiter. Jetzt gehen wir mal ganz kurz ein bisschen die Rassen und Klassen durch. Nehmen wir mal am Anfang einen Charakter stellen, dann muss man natürlich wissen, welche Rassen und Klassen habe ich eigentlich am Anfang, diesen Standardregelwerk zur Auswahl. Ja. Wir haben einmal die Zwerge.
Wie gesagt, wir sind hier wirklich im High-Fantasy-Setting, also sprich, eigentlich alles, was ihr so verschieden aus Herr der Ringe irgendwie kennt, aus allen möglichen anderen Fantasy-Sachen, das ist bei Dungeons & Dragons so. Weil wie gesagt, Dungeons & Dragons ist, ja, hat sich von Tolkien inspirieren lassen, wenn man so möchte, und ist danach die Inspirationquelle für alles andere, was Fantasy angeht und so weiter, eigentlich mehr oder weniger geworden. Mhm. Deswegen kennt man das eigentlich alles. Also Zwerge sind gut in unter der Erde, lieben Gold, sind gute Minenarbeiter, sind robust, sind ein bisschen kleiner natürlich. Weibliche Zwerge müssen keine Bärte tragen. Das ist ganz wichtig. Sie müssen keine Bärte tragen, sie sind aber nur ein bisschen kleiner. Und es ist halt so, dass jede Rasse hat verschiedene auch Boni, die sie halt bekommen. Mein Zwerg ist sowas wie zum Beispiel, dass sie sowas haben wie, dass sie im Dunkeln gut sehen können. Das nennt sich den Dark Vision als Trait. Sie haben Vorteile gegen Gifte, dass sie halt nicht so schnell vergiftet werden können. Sind sehr gute Kämpfer, kriegen Boni auf Weisheit und Stärke und so weiter. Können sehr gut mit Werkzeugen arbeiten. Das ist halt zum Beispiel bei Zwergen so. Und diese Vorteile gibt es halt bei jeder Rasse. Und auch die Klassen bringen jeweils schon verschiedene Vorteile, was denn die Charakterstellung angeht. Ich möchte kurz einmal, damit wir das schon mal klar haben, erwähnen. Ich habe Steven vorher gefragt, muss mich irgendwie vorbereiten, schon mal Zauber durchlesen und so weiter. Dann hat er gesagt, nö, musst du nicht, machen wir alles zusammen. Deswegen habe ich mir halt wirklich überlegt, welche Klasse ich sein will, welche Rasse ich spielen will und wie ich heiße und was so ein bisschen meine Background-Story ist. Ja. So, und alles andere machen wir dann jetzt gleich. Ich habe mich nicht mal damit auseinandergesetzt, ob meine Rasse, die ich gewählt habe, überhaupt dann zu dem passt, von dem Boni her, was ich machen möchte. Wirst du ja sehen. Das werde ich dann sehen, aber ja, nur dass das schon mal klar ist, damit ihr euch nicht wundert, ich denke, er kennt das. Naja, genau. Ich weiß nichts. Genau. Ist auch noch ansonsten so, dass bei den meisten Rassen man immer noch zwei, also aus dem Standardregel meistens unter zwei verschiedene, wie soll man sagen, Unterrassen nehmen kann. Also zum Beispiel Zwergen gibt es entweder, kann man aussuchen, ob man ein Hügelzwerg sein möchte oder ein Bergzwerg. Hört sich ein bisschen komisch an. Hat aber den Unterschied, zum Beispiel der Hügelzwerg bekommt plus 1 auf sein auf Weisheit als Attribut. Und der Bergzwerg kriegt zum Beispiel plus 2 auf Stärke. So, kann man also entscheiden, okay, was ist jetzt mir wichtiger für meine Klasse? Ist mir Stärke wichtiger, ist mir Weisheit wichtiger? Bin ich also ein Hügelzwerg oder bin ich ein Bergzwerg? So auf dem Motto. Und dasselbe ist dann auch zum Beispiel bei Elfen. Wir haben die ganz normalen Standard-Elfen. Kann sich auch wieder vorstellen, wie in jedem anderen High Fantasy, so man möchte. Ne? Sie leben, sind meistens ein bisschen, also sind größer, so um die 2 Meter, sind eher schlanker gebaut, haben lange Ohren, spitze Ohren. Gibt's halt einmal, haben wir die Waldelfen, haben wir, die halt natürlich mehr im Wald leben, die halt auf Natur sehr bedacht sind. Oder wir haben dann halt zum Beispiel die Hochelfen, die halt mehr wirklich auf ihre Magie basiert, arkane Magie basiert sind. Meistens etwas, ja, wie so ein Stock im Arsch, kann man so sagen, haben, dass er halt eher so, was will der komische Zwerg von mir, so nach dem Motto. Also wirklich, stellt euch das Standard-Fantasy-Ding vor. So ist es auch hier bei Dungeons & Dragons, wir haben die Waldelfen, wir haben die Hochelfen. Die mag mein Charakter nicht. Kann ich schon vorstellen. Elfen haben auch schöne Vorteile, haben ebenfalls Dark Vision, können also auch im Dunkeln relativ gut sehen, einen Vorteil, was zum Beispiel ihre Wahrnehmungswürfe angeht. Haben Magie von Standard, von durch ihre Rasse alleine kriegen sie Magiesachen zum Beispiel, also selbst wenn sie jetzt keine Magieklasse nehmen, kriegen sie verschiedene Magiesachen. Sie können kürzer schlafen, also sie sind schon auf 4 Stunden Schlaf, sind schon komplett erholt zum Beispiel. Hochelfen bekommen Vorteil zum Beispiel auf Intelligenz, während Waldelfen zum Beispiel einen Bonus auf Geschicklichkeit bekommen oder Weisheit. Das ist halt so das Allgemeine. Dann haben wir die Halblinge. Und der denkt so, Halblinge, wo bei Tolkien immer gelandet? Und ja, so ein bisschen ist das. Es ist wirklich so ein bisschen, stellt euch wie Frodo, Sam und so weiter, aus Herr der Ringe, die Hobbits. So ein bisschen sind die Halblinge. Sie lieben, Merry und Pippin. Passen eher dazu, wie Halblinge hier dargestellt werden. Halblinge sind halt wirklich ein Erkundungsvolk, lieben Partys, lieben Gesellschaften. Sind das kleinste Volk, sind nochmal ein bisschen kleiner als Zwerge und können dadurch auch zum Beispiel auch lustige Vorteile haben, wie zum Beispiel, dass bei einem Kampf ist es halt eigentlich so, dass halt immer in Feldern eingeteilt ist, ein Kampffeld, und eigentlich ist es immer so, dass halt nicht zwei Charaktere auf demselben Kampffeld sein können. Halblinge können auf einem selben Kampffeld sein, wenn die Person halt größer ist als sie, was halt bei Halblingen ist fast alles größer als du. Und das sieht dann wirklich so aus, von wegen man es beschreibt, okay, was ich da, der Elf steht dort und der Halbling steht zwischen den Beinen und kann schießen zum Beispiel. Oder so, er kämpft dann selber mit dem Dolch. Vorteil von Halbling.
Auch hier haben wir wieder zwei unterschiedliche Halblinge. Wir haben einmal die Leichtfüße, Lightfoot, und wir haben die Stouts, also die etwas kräftigen, so nach dem Motto. Wo es dann ist, dass die Lightfoots bekommen Fort, weil haben einen Punkt in Charisma und die Stouts haben einen Punkt in Ausdauer. Zum Beispiel. Ansonsten haben sie auch ein sehr lustiges Trait, nämlich das Trait Lucky. Das haben die Halblinge. Das bedeutet, dass sie einmal am Tag können sie, wenn sie eine... oder was, einmal am Tag? Einmal am Tag? Ich glaube schon, ja. Yeah, you must use a hero. Nee, ist noch nicht mal einen Tag, sondern generell, wenn sie eine 1 werfen, also einen kritischen Fehlschlag, können sie noch einmal den Würfel werfen, weil sie sich, weil sie halt so viel Glück haben. Ja. Das heißt also, selbst wenn du einen kritischen Fehlschlag hast als Halbling, das heißt nichts. Du kannst ja einfach nochmal würfeln, was ein sehr großer Vorteil ist. Auch hier wieder die Anmerkung, mein Charakter mag die Halblinge. genau, dann haben wir den Stand Mensch. ja, was wollen wir zum Menschen sagen? Menschen sind sind überall vorhanden und sie können halt in alle Richtungen gehen. Also Menschen sind halt wirklich am, mir fällt das Wort gerade ein. Variabelsten. Variabelsten, genau, danke. Am variabelsten ist auch wirklich bei Menschen so, dass man selber entscheiden können, also bei anderen ist es mal so, okay, du kriegst einen Punkt jetzt extra in Konstitution, einen Punkt extra in Intelligenz und so weiter. Bei Menschen darf man sich den aussuchen, sozusagen, wo man seinen extra Punkt noch irgendwie reinsetzt, so ein bisschen. Haben ansonsten nichts Besonderes an irgendwelchen besonderen Fähigkeiten. Man sieht hier, die Seite ist etwas kürzer. Es gibt halt hier alle möglichen, ja, sozusagen verschiedene Hautfarben, wo sie halt herkommen, so aus dem Motto, aus verschiedenen Regionen, wie bei Dungeons & Dragons. Gehen wir weiter. Menschen sind Menschen. Da muss man nicht viel erklären. Ja. Ihr kennt uns. Ja, stell euch einen Mensch vor. Drachengeborene ist jetzt vielleicht noch die erste etwas interessantere Habe ich auch mitgespielt mit dem Gedanken. Spezies in Dungeons & Dragons. Man kann einen Drachengeborenen spielen, müsst ihr euch vorstellen, das sind halt so 2 Meter große humanoide Echsenmenschen, wenn man so möchte. Sie müssen nicht unbedingt einen Schweif haben, können aber einen Schweif haben. Da gibt es sogar auch noch einen Unterschied von der Geschichte her und so weiter. Sie sind extrem auf Magie auch bestimmt, lieben die arkane Magie und sind generell eine sehr neugierige Klasse, können ähnlich wie Elfen sehr alt werden. Also sie haben auch ein gutes Gedächtnis, was so die Geschichte an sich angeht. Und das ist gut, dass ich keine Spiele. Sind sehr, können auch, auch so ein bisschen Richtung Elfen, können auch, auch sehr eitel sein, weil sie halt schon länger leben, weil sie halt so aus von Drachen abstammen. Also die Background-Story von Drachengeborenen ist wirklich, dass halt dann Dragons, Drachen humanoide Formen annehmen können und sich halt dann auch zum Beispiel mit Menschen oder Elfen oder ähnliches paaren können. Also sprich, Drachengeborene sind halt wirklich Halbdrachen einfach. Die haben also irgendwelche Vorfahren, die wirklich mal echte Drachen waren und daraus haben sich dann entwickelt. Man kann auch wirklich hier sogar, wenn man genau nach den Regeln geht, noch sogar einstellen, welche Drachenart deine Vorfahren waren. Denn das Coole ist, die Drachengeborenen bekommen einen speziellen Zauber, nämlich sie haben einen Atemangriff, den sie direkt machen können. Und da kann man halt aussuchen, willst du halt jetzt von einem schwarzen Drachen sein, hast du zum Beispiel einen Säureatem, bist du jetzt von einem blauen Drachen, hast du einen Blitzatem, von einem roten Drachen, das ist halt normales Feuer zum Beispiel. Du kannst auch von abgestammt von einem Golddrachen oder von einem Silberdrachen, dann kannst du zum Beispiel Eisspeien oder ähnliches. Das hat dann auch immer noch mit der großen Story von den Standard Dungeon Dragons zu tun. Das muss man auch vielleicht nochmal zwischendurch mal kurz sagen, dass, was die ganzen Lore angeht von Dungeons & Dragons, das nur teilweise auf dieses Abenteuer aufgemünzt ist, weil ich halt meine komplett eigene Welt mit eigener Lore, eigener Geschichte, eigenen Pantheon, einen Götterpantheon erstellt habe. Also sprich, das, was jetzt hier so drin steht, der und der Gott und der Vorfahr und so weiter, ist nur halb mit in diesen Abenteuern mit drin. Das hattest du, glaube ich, auch sogar schon mal erwähnt, dass du da quasi deine erste Pen-and-Paper-Welt, die damals noch in einem realistischen Setting war, genommen hast und jetzt auf Dungeons & Dragons umgemünzt hast. Genau, noch ein bisschen erweitert habe und so weiter. Könnt ihr zum Beispiel dann in unserem Vergangenheitstalk hören, Folge 1 und vielleicht sogar jetzt, wenn diese Videos jetzt auch schon Folge 2 draußen. Ja. Da habt ihr dann ein bisschen mehr noch erfahren, was eigentlich so mit Avelanien und so weiter aussieht und wie sich das noch weiter entwickeln wird. Genau, ansonsten ist natürlich dann auch die Drachengeborenen haben zum Beispiel eine Resistenz gegen ein Element, je nachdem, wer halt dein Drachenvorfahrer war. Also sprich, wenn du halt ein roter Drachengeborener bist, dann bist du halt zum Beispiel Feuerresistenz, das heißt, du kriegst nur halben Schaden durch Feuer, Cheater. Feuerangriffe und so weiter. Deswegen, Drachengeborene sind schon sehr, sehr cool. Dann haben wir Gnome.
Die gibt es auch noch. Also es gibt, muss auch ganz sagen, man darf niemals zu einem Gnomen Halbling sagen und zu einem Halbling Gnom. Die unterscheiden das sehr extrem. Gnome sind halt vor allem für ihre mechanischen, also kann man sich vorstellen, wie es auch so in verschiedenen Fantasy-Settings schon beschrieben ist. Gnome sind sehr, sehr handwerklich begabt, haben Vorteile und Boni, wenn es um Maschinenbau geht oder so, also hier zum Tinkerer, dass sie halt ja, kleinere Tools irgendwie bauen können. Zum Beispiel, sie können irgendwelche Spieluhren bauen, können euch aus allen Materialien, was es so gibt, können sie irgendwas noch craften, irgendwas herstellen. Es tut mir leid, wenn ich zu sehr immer in die englische Sprache rumwechsle. Ich versuche es immer auf Deutsch irgendwie zu übersetzen. Also das haben Gnome halt auch Dark Vision. Sie haben sogar noch Vorteilswürfe, immer wenn sie irgendwie einen Intelligenz-, Weisheit- oder Charisma-Rettungswurf machen müssen gegen Magie. Also sprich, die sind nur sehr schwer zu verzaubern, weil sie halt so intelligent und schlau sind. Und hier kann man auch wieder unterscheiden zwischen, bist du ein Waldgnom, dann hast du halt zum Beispiel nicht ganz so viel mit Tinkern zu tun, sondern bist halt mehr auf dem Tubesonnen und magst es halt eher zum Beispiel in Pilzhütten zu leben oder ähnliches. Oder bist du halt ein Rockgnome, also ein Felsgnome, dann bist du halt total auf Fortschritt und du willst halt durch die Technologie weiterbringen, machst irgendwelche kleinen Trinkets, die du baust und. Das kann man also so grob unterscheiden einfach mal. Glaubt mir, die in Pilzhütten leben, sind die lustigsten. Ja, auf jeden Fall. Lieben auch Party. Nicht ganz so wie Halblinge, aber lieben Party. Ich bin gerade sicher, ob Gnome noch mal kleiner sind. Ich glaube, man kann es so oder so spielen. Entweder Halblinge kleiner oder Gnome kleiner. Ich glaube, Gnome sind sogar noch mal ein Stück kleiner. Dann gibt es tatsächlich auch noch die Halbrassen, sage ich mal. Ja. Also es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass ein Mensch und ein Elf sich gepaart haben oder ein Mensch und ein Ork. Da hast du halt einmal die Rasse des Halbelfen. Das ist halt das Ding, dass du als Halbelf bist du halt immer so gefangen zwischen zwei Welten. Du gehörst nicht ganz zu den Menschen, du gehörst auch nicht wirklich zu den Elfen. Die Elfen sagen so, du bist so ein dreckiges Halbpunkt, so hat dem Motto. Die Menschen denken so, du bist irgendwie komisch, du bist Mutant. So kann man sich so ein bisschen vorstellen. Sind meistens sehr oft auf diplomatischen Wegen irgendwie unterwegs, werden als Diplomat noch eingesetzt, weil sie halt versuchen, zwischen den beiden Welten zu vermitteln, zwischen den eher magischen und den nicht magischen Völkern, kann man so auch sagen. Haben aber dadurch, dass sie halt auch das Elfenblut in sich haben, auch verschiedene Vorteile. Einmal, dass sie halt um einiges älter werden als ein normaler Mensch. Ne? Die können auch 180 Jahre einfach mal alt werden. Und haben auch ebenfalls Dark Vision, das haben sie auch noch bekommen. Und sind halt auch wieder magiebegabt sehr. Und haben zum Beispiel auch Vorteile dagegen, wenn irgendwer versucht, sie schlafen zu legen oder versucht, sie zu bezirzen in irgendeiner Form magisch. Mhm. Ja, vor dem muss ich mich in Acht nehmen. Ja. Halborks sind halt natürlich auf jeden Fall sehr, sehr stark, sehr kräftig und das Ding ist halt, dass normale Orks tatsächlich in dieser Welt gelten eher als Monster, also sind halt nur, eigentlich nur auf Kampf aus, sie haben halt mehr so nomadische Kulturen, eher barbarische Kultur mäßig und zumindest so offiziell, wie das immer dargestellt wird und deswegen ist halt so, dass Halborks werden auch immer mehr so mit so einem Auge so, na, will er mich gleich fressen irgendwie, viele haben eher Angst vor den Halborks. Während aber Halborks ihren Zorn und ihre wilde Natur mehr kontrollieren können als normale Orks. Ein sehr, finde ich, einer der mächtigsten Traits, was Halborks haben wirklich, ist, das nennt sich im Englischen Relentless Endurance, also außergewöhnliche Ausdauer, können wir jetzt sagen, oder unermüdliche Ausdauer. Mhm. Das bedeutet, wenn einmal deine Hitpoints, deine Lebenspunkte auf null fallen, dann bist du nicht automatisch sofort ausgenockt und musst irgendwelche Todeswürfe machen, erkläre ich noch gleich genau, was es ist, sondern du gehst stattdessen wieder auf einen Lebenspunkt hoch. Also sprich, du hast sozusagen ein Safe Life. Ja. Du bist sofort wieder einsatzbereit, sondern mit einem Lebenspunkt, also du bist sofort wieder einsatzbereit. Das kannst du allerdings nur einmal pro lange Rast benutzen. Also musst du immer erstmal nochmal einmal lange durchschlafen, bevor du wieder einmal unsterblich bist, auf dem Motto. Das ist eines der mächtigsten Traits eigentlich von den meisten Rassen. Genau, du hast natürlich auch Menacing, also sprich, du bist auch noch sehr erfolgreich mit Einschüchterungswürfen und du kannst sogar wirklich kritische Angriffe machen, Savage Attacks, also du bist halt wirklich voll on Frontkämpfer und gib mir und ich mach den Gegner fertig. Sehr, sehr oft werden halt Half-Orks mit der Barbaren-Klasse genommen. Wenn du dann Wut hast und einfach auf den Gegner raufstürmst, machst du ihn einfach fertig komplett. Und dann Tieflinge. Das könnte vielleicht deine Rasse sein. Wie ich entschieden hast. Da bin ich. Da bist du, Tieflinge. Die Lore bei Tieflingen ist so ein bisschen, dass sie in irgendeiner Form
große Dämonen in ihrer Blutlinie in irgendeiner Form haben. Das heißt aber nicht, dass sie selber bösartige Dämonen sind und jetzt irgendwie versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen oder Seelen auszusaugen und sonst irgendwas. Die D&D-Welt ist auch so, dass halt, wir haben immer einmal unsere Dimension, also sprich da, wo die Spieler auch sich befinden. Und es gibt dann halt ganz viele andere Dimensionen, aber wo man theoretisch auch hinreisen kann. Das ist dann einmal entweder Dimensionen, wo halt die Inventare leben, oder zum Beispiel auch die Höllendimension, wo halt die ganzen Dämonen eigentlich herkommen und leben. Es ist auch so, dass wenn ein Dämon in der normalen Welt stirbt, dann ist er nicht endgültig tot, sondern geht halt nur seine Seele zurück in die Dämonenwelt, wo er halt dann Zeit braucht, sich zu regenerieren, bevor er dann wieder einsatzbereit ist, so nach dem Motto. Nur wenn er in der Hölle selber getötet wird, ist ein Dämon wirklich tot. Ja. Und so ist es halt so, dass vor vielen, vielen Ionen von Jahren war es halt so, dass als die Dämonen auf der normalen Welt lebten, bevor sie dann halt in ihre Dimensionen verbannt worden sind, zurückgeschickt worden sind, haben die sich halt auch mit Menschen gepaart und ähnliches. Und dadurch sind halt dann Halbformen entstanden. Und das ist halt dann dieses Dämonenblut, was bei den heutigen Tieflingen immer noch drin ist. Tieflinge sind von der Hautfarbe her zum Beispiel sehr bunt, kann man sagen. Also sie haben alle möglichen Hautfarben. Du kannst blaue Hautfarbe haben, rote Hautfarbe haben, lila Hautfarbe haben, sonst irgendetwas. Meistens haben sie irgendwelche Hörner und auch noch einen Schweif. Was ist so das Aussehen von Tieflingen? Von der Größe her kann man sagen, sind sie so Menschengröße, können ein bisschen größer sein, können auch kleiner sein, sind auf jeden Fall älter, also können älter werden als normale Menschen, altern aber so nicht so schnell wie die Menschen. Also sind schon sehr an den Menschen irgendwie dran angelegt. Ansonsten ist es so, dass sie ebenfalls Dark Vision haben. Also sprich, du kannst auch im Dunkeln besser gucken. Das kannst du zum Beispiel schon mal eintragen. Ja. Und zwar entweder hier Other Proficiencies oder hier bei Feature and Traits. Ich würde sogar bei Feature and Traits eintragen. Dark, also Dunkelsicht. Habe ich. Das bedeutet für dich, du kannst halt selbst bei schwachen Lichtkonditionen kannst du immer noch gut gucken. Hier steht 60 Feet, das ist halt die englische Variante, die ich habe. Ich glaube, 60 Feet war umgerechnet 30 Meter war irgendwie oder ein bisschen weniger. Weiß ich nicht genau. Aber das ist ja dann deine Aufgabe, das festzulegen. Genau, also kannst du jetzt recht gut noch gucken, selbst wenn es halt nur schwache Lichtverhältnisse sind in irgendeiner Form. Das ist so ein bisschen Nachtsicht. Also ne, wenn du halt dann im Dunkeln schießt, kannst du halt keine Farben ausmachen, sondern halt nur unterschiedliche Grauschattierungen, wenn man so möchte. Außerdem, was du dir auch schon mal eintragen kannst, hast du Hellish Resistance oder, wie soll man das sagen? Höllische Resistenz. Höllische Resistenz. Das bedeutet, dass du halt eine Resistenz gegen Feuerschaden hast. Yes. Das heißt also, wenn du mit Feuer irgendwie Schaden bekommen würdest, kriegst du nur halben Schaden. Ich schreibe mal Feuer in Klammern dahinter, damit ja. Ich das weiß. Es sei denn, wir können auch machen, aber hast du schon mal überlegt, welche Hautfarbe du haben willst? Wieso kannst du ja wirklich bunt sein, wie du möchtest? Du kannst rot, lila, blau. Bläulich. Bläulich? Ja. Dann würde ich sogar das umändern, nicht in Feuerresistenz, sondern Eis. Dann wirst du eine Eisresistenz haben. Gegen Eisschaden, im Motto. Also sprich, das kannst du auch wirklich so ausspielen, wenn du irgendwie mal in einen kalten Ort reinkommst, sonst irgendwie stört dich die Kälte nicht wirklich. Ne? The cold never bothered you. außerdem kannst du noch eintragen hier Infernal Legacy. Ich schreibe es einfach so ein und dann Infernal Legacy. Das heißt Legacy. Vermächtnis. Vermächtnis, danke. Infernales Vermächtnis. Das bedeutet, du kannst Taumaturgie als Cantrip, das ist ein Zauber, den kannst du dir also schon theoretisch bei den Zaubern hier bei Cantrips eintragen. Ich mach mal eine davon weg, damit wir nicht... Ja. Bei Cantrips eintragen, Taumaturgie. Das ist ein kleinerer Zauber, du kannst sowas machen wie zum Beispiel Fensterläden auf- und zuschlagen, eine kleine Mini-Erschütterung irgendwo im Boden erzeugen. Also so ein bisschen, du kannst ein bisschen rumspielen mit deiner Umgebung, wenn du so möchtest. Schreib mal Poltergeist in Klammern. So ein bisschen, ja. So ein kleines bisschen Poltergeist-mäßig, genau. Genau. Und du kriegst dann auch noch auf Level 3 und auf Level 5 kriegst du auch noch mal jeweils einen Zauber. Okay, aber das... Das kommen wir dann. Machen wir dann, ja. Genau. Dann deine Sprache, das kannst du dann hier eintragen. Mhm. Du kannst einmal natürlich allgemein, also Common, das spricht halt jeder. Und du kannst Infernal, das ist also die Sprache, die Dämonen vor allem sprechen. Und Teuflinge und so weiter. Genau, das schon mal auf jeden Fall zu deinen ganzen Tiefling-Sachen. Ah ja, und was du auch schon mal eintragen kannst, dass du kannst schon mal bei Intelligenz, kannst schon mal so seitlich mal hinschreiben, +1. Yes. Und Charisma +2. Yes.
Genau. Also Tieflinge ist zum Beispiel so ein Volk, da gibt es jetzt keine Subclasses, sondern es ist einfach, Tieflinge sind halt Tieflinge, das ist halt mehr diese Subclasses und dadurch halt, welche Resistenz, was ist denn dein infernales Vermächtnis, ne? Von welchen Dämonen stammst du ab, sonst irgendwie. Man kann da auch sogar ganze Storylines wirklich machen, dass es halt irgendeinen großen Dämon gibt in der Hölle, mit dem du irgendwie noch Kontakt hast, sonst irgendwas. Muss aber auch nicht. Das ist einfach nur, irgendwann mal vor vielen, vielen Äonen von Jahren war mal dein Vorfahre irgendein großer Dämon. Dein Urgroßvater, so hat das Motto, und deswegen hast du halt dieses Dämonenblut immer noch in dir. Der Udo. Der Udo, genau. Der Udo, der Urgroßvater, Dämon, Udo. Wer kennt ihn nicht? Ja. Hat denn nicht jeder einen Udo in seiner Familie? Genau. Das für ein Tiefling und generell zu allen Rassen. Das sind so die ganzen Standardrassen, die es an sich so gibt. Ja. Die man im Standardregelwerk so spielen kann. Jetzt kommen noch als nächstes, als ganz großes Ding, die Klassen natürlich. Mhm. Die jetzt auch genau entscheiden, welche Vorteile du noch bekommst, welche Fähigkeiten du noch haben kannst, wie dein Equipment aussieht und so weiter. Einmal kurz mal Allgemeines vorzulesen. Es gibt die Klassen, den Barbaren. Barbar ist halt wirklich ein absoluter Kriegerklasse, der einfach nur frontal auf den Gegner zugeht, der vor allem mit Stärke arbeitet, der mit allen möglichen Waffen umgehen kann, der keine Rüstung trägt, sondern einfach mit blanker Brust eigentlich in den Kampf zieht, weil er hat nämlich eine sehr, sehr coole Fähigkeit, nämlich Rage, Zorn. Den kann er benutzen, wenn er das aktiviert in einem Kampf, kriegt er halt nur halben Schaden durch sämtlichen normalen, nicht magischen Angriff. Also sprich, wenn ein Schwert irgendwie trifft, das, was eigentlich 20 Schaden verursachen würde, wird es einfach halbiert, kriegt nur 10 Schaden. Und dann ist also wirklich so, Barbaren brauchen keine Rüstung, einfach ihr Zorn ist ihre Rüstung, wenn man so möchte. Ja. I would like to rage. Genau. Dann haben wir den Barden. Der Barden ist halt die erste magische Klasse und mehr so in Richtung Supporter, kann man auch oft sagen. Er kann halt sowohl heilen als auch Schaden machen. Er kann seine Gegner verzaubern. Braucht halt als Medium immer irgendeine Art, entweder Musikinstrument oder irgendeine Art künstlerisches Medium, mit der er sich irgendwie darstellen kann. Ja. Man kann im Bahntheorie auch spielen, nicht unbedingt nur mal zur Musik, sondern zum Beispiel auch mit einem Künstler, irgendwie Maler. Du kannst so etwas halt kurze Zeichnungen irgendwie machen und damit halt deine Leute inspirierst. Denn das ist nämlich das ganz große Ding, Inspiration. Der Bader kann nämlich seiner Gruppe Inspirationswürfel geben. Die steigern sich dann auch immer mit der Klasse. Am Anfang ist es halt, glaube ich, ein W6, wenn ich jetzt recht erinnere. Und später ist es dann halt ein W8, W10, W12 und so weiter. Und das ist halt zum Beispiel so, ich gebe dir Inspiration, jetzt willst, weil du willst zum Beispiel auf den Baum klettern irgendwie. So, dann müsst du ja eigentlich ein W20 würfeln, rechnest dann den Boni von dir selber irgendwie drauf. Und wenn du siehst so, jetzt bin ich bei irgendwie nur 9 zum Beispiel gelandet, ich nehme jetzt mal eine Bahninspiration und dann kannst du halt nochmal ein W6 extra werfen, oder je nachdem, was der Bar dir halt gibt, was du nochmal zusätzlich auf deinen Wurf raufrechnest. Ja. Das ist halt eine super krasse Unterstützungsklasse, die wie gesagt auch heilen kann, generell immer für Schabernack gut ist. Und so als Klischee sagt man eigentlich, der Bade versucht eigentlich alles und jeden irgendwie zu verführen. Ich baue übrigens vollends darauf, dass Felix entweder einen Kleriker oder einen Baden spielt, weil ich glaube, dass wir sonst keinen haben werden, der uns heilt. Wir werden sehen. Wir haben als nächstes noch den Kleriker übrigens. Der Kleriker ist halt eigentlich die Klasse, die sehr, also wirklich am allerbesten von allen Klassen heilen kann. Allerdings soll man jetzt nicht denken, so Kleriker muss ich ja immer nur der Heiler irgendwie spielen. Der Kleriker kann auch sehr, sehr krass Damage machen. Genau, der Kleriker ist jemand, der halt irgendeine Art göttliche, also im Normalfall wirklich an irgendeinen Gott glaubt. Und dieser Gott gibt dem Kleriker seine Macht, seine Energie, sein Licht, wenn man so möchte, mit dem der Kleriker auch zaubern kann. Aber der Kleriker kann auch extrem krasse Schadenszauber machen. Also kann so ein bisschen auch der Shadow Priest werden, wenn man so aus World of Warcraft noch irgendwie so kennt. Und kann einfach deinen Gegner komplett fertig machen, hat irgendwelche Unterstützungszauber, die halt noch in seinen Zug mitkämpfen, irgendwelche Geister, die um einen herum Schaden machen, oder irgendeine magische Waffe, die in der Luft schwebt und auf den Gegner raufklopft. Alles mögliche, was der Kleriker wirklich machen kann. Am krassesten ist, glaube ich, mit einem Zauber, der ein gesamtes Spiel brechen kann von einem Game Master, wenn man so möchte. Es gibt nämlich einen Zauber, den kennt der Kleriker, ich glaube auf Level 5 oder so, wo er seinen Gott anflehen oder anbeten kann, dass der ihm in irgendeiner Form hilft. Und dann ist es halt so, dass man einen W100 würfeln muss. Man muss halt unter sein, das einzige Mal, wo man niedrig werfen muss bei Dungeon Dragons. Das heißt, immer so hoch wie möglich werfen. So, hoch ist gut, niedrig ist schlecht. Und hier ist so mit W100 musst du unter deine Charakterklasse werfen. Also wenn du halt eine 5 Kleriker bist, musst du also 5 oder niedriger werfen, damit dieser Zauber Erfolg hat. Aber das ist halt, denkst du, ja, das ist ja mega unwahrscheinlich, dass das irgendwie funktioniert.
Der Grund dafür ist nämlich, dass du wirklich, du betest deinen Gott, zum Beispiel sowas wie, bitte helfe uns, den großen Oberbösewicht zu besiegen. Und du schaffst das. Dann ist es wirklich so, dass man als Game Master irgendwas machen muss, wie zum Beispiel eine große Hand aus dem Himmel kommt heraus und zerquetscht einfach den Bösewicht direkt vor euch. Instant tot. Kampagne vorbei. Großer Bösewicht tot. So nach dem Motto. Also es gibt wirklich, dieser Zauber ist unglaublich böse für jeden Dungeon Master. Nach dem Motto. Ja, hat eine geringe Wahrscheinlichkeit. Aber wenn es funktioniert. Wenn es funktioniert. Wie gesagt, ansonsten der beste Highlight, den man sich vorstellen kann. Und was man auch nicht vergessen kann, der Kleriker muss auch nicht unbedingt nur irgendwie leichte Rüstung oder sowas tragen. Der kann auch schwere Rüstung tragen mit einem dicken Schild noch irgendwie, um halt einfach der Panzerheiler zu werden, nach dem Motto. Auch eine Möglichkeit. Dann haben wir den Druiden. Der Druid ist natürlich sehr auf die Natur bezogen, nimmt von Mutter Natur seine Energie eigentlich, kann halt zum Beispiel mit Tieren reden, kann sich selber in Tiere verwandeln. Also das ist auch sehr, sehr lustig. Es gibt eine riesige Tabelle von allem, also wirklich im normalen Spielerhandbuch, glaube ich, auch und auch im Game Master Handbuch, Werte für verschiedene Tiere. Das ist eigentlich nur wegen den Druiden eingeführt worden. Weil da gibt es wirklich so Werte, so wie viel Stärke hat eine Krähe oder wie viel Intelligenz hat eine Motte oder ähnliches. Bei der Druide kann halt, wenn er seine diese Level 3, glaube ich, kriegt oder Level 2, diese Tiergestalt-Zauber bekommt, in jedes Tier verwandeln, was man sich vorstellen kann. Er kann ein Orca sein, er kann eine Schildkröte sein, er kann eine Ameise sein, ein Kaninchen und hat dann auch die Eigenschaften des jeweiligen Tieres und kann zum Beispiel sich auch in einen Bären verwandeln und als Bär dann halt gegen die Feinde kämpfen. Und der Vorteil ist auch von dieser Verwandlung, dass selbst wenn er jetzt in dieser Tierform Schaden bekommt, dann geht der Schaden nicht direkt auf ihn, sondern erstmal auf seine Tierform. Und wenn die Lebensdauer der Tierform auf 0 sind, dann ploppt er halt wieder in seine Normalform und dann kann er erst normalen Schaden bekommen. Das ist ein ziemlich guter Zauber und Druiden sind generell auch sehr variabel. Die können auch heilen, die Gruppe unterstützen oder einfach nur Schaden machen und die Elemente nutzen, um halt auch die Umgebung zu verändern, um Vor- oder Nachteile für den Freund oder Feind zu erschaffen. Druiden war übrigens meine zweite Wahl. Druiden sind auch sehr, sehr lustig, ja. Dann haben wir den Fighter. So ein bisschen die Standard-Kampfklasse, wenn man so möchte. Das ist halt ein normaler Krieger, der kann halt mit jeglicher Art von Waffe, Rüstung, Schild, wie auch immer kämpfen. Das Krasse ist aber, man sagt mir so, ist halt Standard, ist halt eh langweilig. Der krasse Krieger ist mit einer der heftigsten Kampfklassen, wie man sich überhaupt vorstellen kann, weil der hat nämlich sogenannte Action-Punkte, die er nutzen kann, um nochmal extra Aktionen durchzuführen. Das kann sowas sein, wie zum Beispiel, nutze Action-Punkte, um nochmal anzugreifen. Und dann kannst du halt wirklich, wenn du auf hohem Level gegen einen Krieger kämpfst, halt so, ich greife an, ich nutze jetzt meine Action-Punkte, um nochmal anzugreifen. Dann hast du einen Typ, der halt einfach in einer Runde viermal angreift. So irgendwie. Deswegen ist der Krieger kann sehr, sehr mächtig sein. Beherrscht halt normalerweise keinerlei Magie. Aber ist trotzdem sehr, sehr mächtig. Dann haben wir den Mönch. Der Mönch ist auch wieder so eine Klasse, die sagt so, Rüstung ist auch jetzt nicht so unbedingt das Krasse. Und ja, ich kann zwar jetzt eine Waffe haben, vielleicht einen Stab, aber eigentlich bin ich eher mit den Fäusten unterwegs und schlage einfach auch alles windelweich. Ist halt super akrobatisch unterwegs und hat alle möglichen auch Fähigkeiten. Das sind dann die Key-Punkte, die er einlösen kann, um verschiedene Spezialfähigkeiten zu aktivieren. Er kann zum Beispiel Key-Punkte auch benutzen, um einen Gegner für eine Runde einfach zu stunnen. Dann kann der Gegner eine Runde sich nicht bewegen. Er kann seine Key-Punkte benutzen, um sich selber auch mal ein bisschen Lebenssaft wieder zu geben. Oder er kann seine Key-Punkte auch nutzen, um auf einmal dreifache Geschwindigkeit zu haben oder einfach Geschosse aus der Luft abzufangen. Ja. Oder aus unendlicher Höhe irgendwo runter zu hüpfen. Das macht halt null Schaden, so nach dem Motto. Also der Mönch ist einfach der absolute Parkour-Kämpfer schlechthin, der alles und jeden windelweich prügelt. Und der kann auch sehr, sehr böse sein für einen Dungeon Master, wenn halt alles und jeden stunt. Ja. Ja, das war so, also ich habe geschwankt zwischen Druide, Mönch und dem, was ich dann genommen habe. Was wir bestimmt wieder als letztes machen. Nicht ganz. Doch. Na gut. Dann haben wir den Paladin. Der Paladin ist halt, ja, wenn man sich so vorstellen kann, ein Krieger in dicker Plattenrüstung mit Schild, ein Heiligensymbol, kann sowohl Magie wirken, was auch der Kleriker einsetzen kann, aber auch eigene Lichtmagie, um seine Gegner zu strafen. In den meisten Fällen hat der Paladin, kriegt er seine Energie auch von irgendeinem Gott, von irgendeiner göttlichen Identität, dem er irgendeine Art Eid geleistet hat. Und das Besondere beim Paladin ist, dass halt du musst dich an diesen Eid halten. Also wenn du zum Beispiel einen Eid geleistet hast, zum Beispiel, ich verteidige, ich werde alles Böse vernichten oder ich verteidige immer die Guten und du brichst den Eid, weil du zum Beispiel jetzt irgendjemand, der ein Verbrechen begangen hat, nicht angreifst, kann es sein, dass der Gott sagt so, ja nee, du hast doch einen Eid geschworen. Jetzt nehme ich dir die magischen Kräfte, so auf dem Motto. Dafür ist der Paladin, ja wie gesagt, der geht halt vorne rein, hat die dicke Plattenrüstung, kriegt keinen Schaden, wenn er Schaden bekommt, heilt er sich selber oder heilt seine Gruppe. Also Paladin ist auch ein sehr, sehr guter Tank.
Und muss nicht irgendwie in Rage gehen wie der Barbar, sondern einfach nur seine heilige Energie und seine Plattenrüstung sorgt schon dafür, dass er alles aushält. Da haben wir einen Ranger, das ist halt der Weitläufer, der halt vor allem im Fernkampf sehr, sehr stark ist, der halt ja, mit Pfeil und Bogen, einer Armbrust oder ähnliches halt kämpft. Kann sogar auch Magie wirken, um Gegner besser verfolgen zu können zum Beispiel oder festsetzen zu können. So ein bisschen Naturmagie wie der Druide. Und das Ding ist eigentlich bei, was die meisten spielen, dem Beastmaster. Also sprich, du hast irgendeinen tierischen Begleiter, was ich, ein Bären, Wolf, Adler, irgendwas, was halt den du steuern kannst, kontrollieren kannst, der halt mit dir in den Kampf geht. Und der ist dein bester Freund, ist ein treuer Begleiter, der immer an deiner Seite in irgendeiner Form ist. Dann haben wir den Rogue, der Schurke, der typische. Der könnte auch Games brechen. Der Schurke kann auch Games brechen, das ist auch korrekt. Der Schurke ist halt jemand, ne, der extrem gut schleichen kann, Schlösser knacken kann und die Gegner am besten irgendwie aus dem Hinterhalt angreift. Beherrscht an sich keine Magie, obwohl es auch eine Unterklasse gibt bei den Schurken, mit dem man Magie wirken kann, so ein bisschen so kleine Magie mäßig. Das Besondere bei ihm ist halt wirklich, er ist sehr, sehr flink, sehr, sehr leicht unterwegs, also hat keine dicke, fette Rüstung und kann aber mit einem der krassesten Schaden überhaupt machen, weil die Regel ist nämlich, der Schurke muss in irgendeiner Form einen Vorteil haben, den Gegner anzugreifen und kann dadurch dann seinen hinterhältigen Angriff machen. Der hinterhältige Angriff ist einfach mal so, was ich ein Rapier, was eigentlich nur ein W8 Schaden macht. Und dann kommt zu der hinterhältige Angriff, der halt allein schon der ersten Stufe sind einfach 2W6, also 2W6 Würfel extra Schaden. Und später sind sowas wie halt nicht nur 2W6, sondern halt 8W6 extra Schaden. Und dann ist halt irgendwie in einer Angriff so, okay, ich greife dich an und ich habe jetzt hier irgendwie meine 2W8 von meiner Waffe, plus noch den Gift, der auf der Waffe drauf ist, plus noch die 8W6 extra Schaden. Und dann ist es normal, dass das Schurke halt mit einem normalen Angriff nicht mal ein krass gewürfelt, sonst irgendwie einfach 50 Schadenspunkte macht in einer einzigen Runde. Deswegen, der Schurke kann übelst böse Schaden machen und generell Schlösser knacken und so weiter. Immer sehr, sehr praktisch in der Gruppe auf jeden Fall. Der Beste, der eigentlich auch vorgehen kann, um nach Fallen auch Ausschau zu halten und so weiter. Dann haben wir den Sorcerer und den Wizard. Und dann kommst du deiner Klasse. Sorcerer und Wizard nehme ich jetzt gleichzeitig, um mal so ein bisschen zu erscheinen, was ist der Unterschied zwischen den beiden. Übersetzt heißt es, also wir haben den Zauberer und wir haben den Magier. Das ist der Fall, das ist dasselbe irgendwie. Der große Unterschied zwischen Sorcerer und Wizard ist, der Sorcerer ist jemand, der von Natur aus eine magische Begabung bekommen hat. Ja. Das kann entweder sein, weil er halt in seiner Blutlinie zum Beispiel auch irgendwie Drachenblut hat oder aber zum Beispiel auch irgendwie Feenblut in sich trägt. Es gibt die sogenannten Feenwildnis, Feywilds, das eine Wildnis, ein riesiger bunter Wald ist mit allen möglichen verrückten magischen Kreaturen von Feen, Pixies, Irrwichen und keine Ahnung was alles, was da so rumschwirrt. Und das kann sein, dass das halt in deiner Blutlinie irgendwie ist und dadurch hast du halt von Natur aus magische Eigenschaften, während der Magier sich das alles hart selber beibringen musste. Der hat also mega viele Wälzer gelesen, hat jeden Tag trainiert, um die Arkanmächte in irgendeiner Form zu kontrollieren, zu manipulieren. Wurde halt nichts in den Schoß gelegt, wie den Sorcerer. Das ist eigentlich der Unterschied. Der Sorcerer ist der wurde alles in den Schoß gelegt und der Wizard ist derjenige, der halt sich das alles hart erarbeiten musste, die ganzen magischen Künste. Bei einem Zauberer ist auch so, dass er Zaubererpunkte hat, die er einlösen kann, um welche Spezialsachen zu aktivieren, wie zum Beispiel den Doppelzauber, dann kann er einen Zauber einsetzen, sowas wie Feuerball, und dann sagt er, jetzt mache ich halt den Doppelzauber, sprich du machst mit einmal Zaubern, setzt du zweimal den Feuerball ein. Oder kann auch die Zaubererpunkte nutzen, um halt wieder Zauberslots irgendwie zu bekommen und alles mögliche, was noch so an Shenanigans damit noch machen kann mit den Zaubererpunkten. Mit Sorcerer, ich wünsche mir eigentlich, dass irgendwer ein Sorcerer spielt, weil was man sehr, sehr lustig damit machen kann, wenn man sagt so, okay, in meiner Blutlinie ist halt so ein bisschen die Chaos-Magie irgendwie drin. Dann gibt es eine sehr lustige Tabelle bei D&D, dass du halt die Wild Magic benutzen kannst, die wilde Chaos-Magie sozusagen, die in der Welt so an sich existiert. Und jedes Mal, wenn du einen Zauber dann machst, musst du einen W100 musst du erstmal einen W20 werfen und sollte das Ergebnis eine 1 sein, also ein kritischer Fehlschlag oder dann auch eine 2 und so weiter, dann ist es so, dass der Zauber schief geht und dann einen W100 würfeln musst und dann gibt es eine große Tabelle, wo dann halt alle möglichen Effekte ist. Und dann kann halt der Zauber komplett nach hinten losgehen oder was komplett anderes aktiviert werden, sowas wie zum Beispiel, ja, ich möchte dich heilen. So, dann setzt das Sorcerer das ein, wilde Magie, und anstatt ein Heilungszauber kommt einfach ein Feuerball raus. Oder kann auch was harmlos sein, wie zum Beispiel, ich möchte jetzt
sich dich in die Luft heben, so Schwebezauber einsetzen. Anstatt dessen kommen auf einmal pinke Seifenblasen aus dem Mund des Zauberers für eine Minute. Oder sein Haar verändert sich. Oder er wird unsichtbar, sonst irgendwas. Das ist immer sehr, sehr lustig. Das ist immer so ein Chaos-Faktor, wo man niemals weiß, was passiert jetzt eigentlich. Beim Wizard ist es so, der Wizard hat immer ein Zauber-Token auch dabei, durch was er seine Magie konzentrieren kann, damit er auf seinen Zauber wirken kann. Hat immer auch ein großes Zauberbuch dabei. Er kann sehr, sehr viele Zauber lernen und er kann sogar, wenn ihr mal magische Schriftrollen findet oder andere magische Bücher, wo halt steht, wie Zauber funktionieren, kann er diese in sein eigenes Zauberbuch kopieren und dadurch sein Repertoire an Zaubern immer mehr erweitern und kann generell extrem viele Zauber einsetzen. Das ist auch der Unterschied, ne? Der Wizard kann extrem viele Zauber lernen, der Sorcerer hat nur wenige eine geringere Auswahl zu Zaubern, dafür hat er durch seinen Zauberpunkt halt mächtige Zauber und kann halt die noch verändern und manipulieren. Was der Magier halt nicht kann. Der hat halt eine große Auswahl an Zaubern, aber das ist das auch. Der kann die nicht noch extra manipulieren und stärker machen in irgendeiner Form. Genau, das ist eigentlich so der Unterschied zwischen Sorcerer und Wizard. Mal so grob erklärt. Und dann kommen wir jetzt zuletzt natürlich zu deiner Klasse. Ich bin bereit. Du bist bereit. Willst du denn sagen, was deine Klasse ist? Ich bin ein Warlock. Dan, 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 der Warlock. Also guck mal, Inhaltsverzeichnis, welche Seite ist der Warlock? Oh, darf ich jetzt nicht mehr laden. Dauern ganz kurz. Warlock ist Seite 105. Wie übersetzt man Warlock auf Deutsch? Hexenmeister. Hexenmeister. Ich bin ein Hexenmeister. Der Hexenmeister. Soll hier irgendwo sein. So. Ah, das ist schon Hexenmeister. Da, Warlock. Genau, der Hexenmeister ist ein, ja, so eine, auch eine Zauberklasse, die in irgendeiner Form so Magie bekommt, indem er eine Art Pakt mit irgendeinem Wesen eingegangen ist. In den meisten Fällen mit irgendeiner Art etwas, ja, also es muss nicht böse sein. Also es ist nicht so, dass jetzt jeder Hexenmeister automatisch böse ist in irgendeiner Form. Aber normalerweise sagt man, ein Hexenmeister geht irgendeinen Pakt mit irgendeiner Art Dämon ein oder mit irgendeinem magischen, mächtigen Wesen, was einen Macht verleiht, was halt nicht immer 100% nur das Gute in irgendeiner Form als Intention hat. Genau. Da kann man so ein bisschen mal sehen, was du eigentlich alles in so, auf welchen Level, welche Sachen du irgendwie so bekommst. Als erstes, ups, genau, haben wir halt so die Class-Feature und so weiter. Bei Hexenmeister ist es zum Beispiel so, dass er in alle möglichen auch Richtungen gehen kann mit seinen Zaubern. Es kann sein, dass du ja zum Beispiel entweder auch andere Dämonen mal irgendwie beschwören kannst, die dann für dich kämpfen. Du kannst Gegner verfluchen, wodurch die Schaden bekommen. Du kannst, je nachdem, was für einen Pakt du hast, hast du wahrscheinlich eine andere Boni und kriegst zum Beispiel auch Zauber von anderen Zauberklassen beigebracht. Also du kannst zum Beispiel auch einen Pakt theoretisch mit einem Lichtwesen irgendwie eingehen. Und dadurch kannst du auf einmal deinen Priesterzauber irgendeine Form lernen. Das können wir noch genau machen, was du alles noch so lernst. Ich glaube, an meinen Gesichtsausdrücken kann man schon eine Richtung erkennen. Genau. Der Nachteil ist halt beim Hexenmeister, dass er meistens nicht extrem viele Zauberslots hat. Also kannst nicht so viele Zauber einsetzen, musst dich halt öfters erholen, sagt dem Motto. Aber du hast halt zum Beispiel auch Mächtiges Cantrip, sowas, was man vielleicht auch Critical Role sehr oft kennt, den Eldritch Blast. Also den, wie soll man sagen, Eldritch, was sagt man jetzt, Eldritch auf Deutsch? Ja, es hat einen ältesten Magieschuss, der halt mit, je nachdem, welches Level du hast, halt immer stärker wird, und je nachdem, mit welchen Wesen du halt einen Pakt hast, noch verschiedene andere Spezialfähigkeiten bekommen. Genau. Ist natürlich auch das Ding, da würde halt, je nachdem, mit welchen du halt einen Pakt geschlossen hast, es sind auch ganz viele unterschiedliche Sachen. Hier hast du mit einem Dämon einen Pakt geschlossen, hast du mit einem Ältesten einen Pakt geschlossen, hast du mit einem Feenwesen einen Pakt geschlossen, hast du mit irgendeinem Gott einen Pakt geschlossen. Also es gibt hier sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen und je nachdem auch unterschiedlichste Zauber und Boni. Das gehen wir gleich alles in Ruhe durch. Ist natürlich auch so, wenn du halt deine Deity, mit dem du einen Pakt hast, verärgerst, kann auch dieses Wesen sagen so, nö, jetzt hast du keine Energie mehr. Natürlich, so dicke seid ihr. Ja. Werden wir sehen, wie dicke du wirklich mit ihm bist. Das kann auch zum Beispiel sein, es gibt auch Hexenmeister, die zum Beispiel mit irgendeinem verfluchten Gegenstand daher ihre Macht bekommen, weil diesem verfluchten Gegenstand irgendein mega magisches, mächtiges Wesen irgendwie existiert, was an diesen Gegenstand gebunden ist und jetzt so nach dem Motto, okay, ich gebe dir meine Macht, dafür
tust du alles, um mich irgendwann aus diesem blöden Gegenstand wieder rauszuholen. Ja. Also es kann wirklich in alle Richtungen kann der Warlock in irgendeiner Form gehen, was das mit den Deity angeht. Genau. Und damit haben wir erstmal alle Rassenklassen erklärt. Wie lange sind wir jetzt drin? 46 Minuten. Okay. Jetzt wollen wir mal deinen eigentlichen Charakter erstellen. Ja. Nachdem wir jetzt mal die grobe Erklärung gemacht haben, also was wir alles haben. Kann ich ja schon mal schreiben. Hexenmeister. Genau, Hexenmeister. Level 1. Genau, Level 1. Level 1, oh Gott. So, dann kannst du natürlich bei Rasse kannst du auch schon Tiefling eintragen. Tiefling. Ah, meine Hand. Ich habe mir die Hand verknackst. Warum machst du denn sowas? Gut, Player Name, ja. Kannst auch dein Spielernamen. Wer spielt denn diesen Charakter eigentlich? Ich. Genau. Dann Experience Points, da musst du nichts weiter eintragen. Das ist ganz wichtig. Ich werde es in der Geschichte so machen, dass ihr halt immer Level Up bekommt, wenn ihr bestimmte Meilensteine sozusagen erreicht habt. Okay. Es gibt auch immer, da gibt es eigentlich zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie man levelt. Entweder macht man halt wirklich Erfahrungspunkten. Es gibt halt auch bei dem Monster-Handbuch immer halt, wie viele Erfahrungspunkte bringt das und das Monster. Und dann gibt es halt eine Liste, wie viele Erfahrungspunkte braucht man pro Level Up, so nach dem Motto. Ja. Wir machen es aber halt nach der zweiten Möglichkeit einfach von der Story. Story-Fortschritt, dann sage ich so, okay, jetzt seid ihr an dem Punkt, ihr seid Level 2, ihr seid Level 3, ihr seid Level 4 und so weiter. Okay. So werden wir es machen. Weil wir halt diese jetzt so eine Mini-Kampagne spielen. Dann male ich da ein trauriges Smiley rein. Genau, ein trauriges Smiley. und dann gibt es auch noch Alignment. Ich finde dieses Alignment-System von D&D, das ist das Einzige, was ich nicht so sehr mag. Man kann es auch irgendwie ignorieren. Es geht echt darum, dass man selber entscheiden kann, wie gut bist du, so dem Motto, oder wie böse bist du. Also es gibt entweder, am Anfang sagt man eigentlich immer, dass man neutral startet, das heißt, man ist von Anfang an, dass man eine böse Kampagne startet, dann startet man halt als Evil hier. Ja. Und dann gibt es halt Chaos böse, normales böse, neutral böse. Chaotic neutral und so weiter. Ja. Genau, und dann halt gut neutral, böse neutral, nur neutral und dann gibt es halt richtig gut, reines Gute, wenn man so will, chaotisch gut oder neutral gut. Ja. Ich finde das halt immer so ein Klopp. Es gibt theoretisch ein paar magische Items oder auch Kreaturen, die je nachdem, welcher Alignment man folgt, unterschiedlich auf dich eingestimmt sind. Ja. Also es gibt zum Beispiel ein Wesen, die sagen so, ja, wenn du böse bist, bin ich gut mit dir. Oder wenn du aber halt gut bist, dann hasse ich dich. Oder wenn du chaotisch bist, dann passiert dir nichts. Wenn du nicht chaotisch bist, dann kriegst du Schaden. Also wenn ich es eintragen müsste, wäre ich wahrscheinlich Chaotic Neutral, denke ich mal. Kannst du gerne eintragen, aber es wird keinen direkten Klammern Funktion haben jetzt erstmal. Chaotisch Neutral. Ja. So. Sehr, sehr gut. Habe ich meinen Namen schon gesagt? Nee, ne? Nee, ich suche mal deinen Namen, ne? Ich spiele eine Frau und heiße Tissaia Decarius. Tissaia Decarius. Sie wird viele Abenteuer erleben und hoffentlich lange unter uns weilen. Weil ja, wir starten halt auf Level 1. Und Level 1 zu starten kann bei Dungeons & Dragons sehr schnell schief gehen, weil man halt nicht viele Lebenspunkte hat. So, jetzt ist es so, wir müssen erstmal feststellen natürlich, was deine Attribute eigentlich angeht. Jawohl. Welche Werte wir dort haben. Man kann erstmal sagen, alles 20. Genau. Kannst du mal kurz vorlegen, welche Attribute gibt es nochmal? Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz, Weisheit und Charisma. Genau. Eigentlich alles selbst erklären, ne? Stärke, wie stark bist du, Geschick, wie geschickt bist du und so weiter. Einzige, was vielleicht nicht sofort so, okay, was ist der Unterschied zwischen Weisheit und Intelligenz? Ne? Intelligenz kann sein, du bist halt der absolute Leseratte, hast jedes Buch der Welt gelesen, bist aber unglaublich naiv. Und das sind halt, hast du halt einen niedrigen Weisheitswurf zum Beispiel. Jetzt ist es so, um diese Attribute feststellen zu können, gibt es im Normalfall drei Möglichkeiten. Wir hatten schon in der Gruppe geeinigt, welche Möglichkeit wir nehmen. Aber ich kann nur kurz sagen, also entweder die Möglichkeit, dass es, man es auswürfelt. Da ist dann so, dass man viermal den sechsseitigen Würfel würfelt, also vier Sechser nimmt, würfelt und sich dann das irgendwie sechsmal. Und man nimmt immer die besten Ergebnisse und die können eintragen, frei verteilen in die verschiedenen Attribute, wo man was irgendwie einträgt. Das kann dafür sorgen, dass du natürlich extrem hohe Werte hast. Also es kann auch sein, dass du halt Stärke 20 irgendwie erreichst. Generell kann man sagen, dass bei diesem Verfahren 20 das Maximum ist, was man haben kann. Es kann auch genauso gut in die andere Richtung gehen, dass du auch immer nur 2 irgendwo, so auf dem Motto. Ja. Da haben wir uns in der Gruppe, also einige haben sich sehr stark dagegen ausgesprochen und die meisten haben gesagt, muss nicht sein. Deswegen, das machen wir nicht.
Dann kann man auch einfach nur sagen, wir nehmen einfach das Einfachste. Hier, es gibt diese sechs Werte, 15, 14, 13, 12, 10 und 8. Und die muss man verteilen. Die teilen wir ein. Das haben wir jetzt auch nicht genommen, sondern was wir nehmen ist die dritte Variante. Und zwar, dass wir sagen, ihr habt Skillpunkte, und zwar 27 davon. Mhm. Und diese 27 Punkte könnt ihr jetzt frei verteilen auf eure Attribute. Ihr startet immer bei 8. Also jedes Attribut startet bei 8. Kann man sich schon mal so merken. Und dann gibt es eine kleine Tabelle. Um zum Beispiel ein Attribut jetzt von 8 auf 9 zu erhöhen, kostet es 1. Von 8 auf 10 kostet es 2. Und von 8 auf 15 kostet 9. Das Ding ist, du kannst maximal einen Attributwert mit dieser Methode auf 15 machen. Ja. Höher als 15 ist nicht möglich. Ganz wichtig, das, was du jetzt schon zur Seite hast, das kommt erst danach drauf. Das heißt, erstmal skillen und dann zählst du erst die Boni drauf, die du von deiner Rasse bekommst zum Beispiel. Mhm. Man kann auch ganz kurz sagen, also 27 schon mal merken, genau? Habe ich auf meinen Rechner getippt. Man kann kurz sagen, als Hexenmeister ist es für dich... Charisma und Weisheit, meine ich, vorhin gelesen zu haben. Genau. Charisma und Weisheit sind die wichtigsten für dich. Weil das weiß ich halt auch schon. Jede Klasse hat sozusagen zwei... Ja, Main-Attribute, die am wichtigsten sozusagen sind. Genau. Vor allem bei den Zauberklassen ist halt sehr wichtig, weil dein Attribut mehr oder weniger dafür sorgt, wie gut kannst du mit deinen Zaubern treffen, wie hoch ist der Wurf, zum Beispiel, wenn du jemanden verführst, dann ist ja so, dass der Gegner auch einen Rettungswurf dagegen machen kann und dann musst du halt deinen Wert erreichen. Weiß ich, wenn du zum Beispiel 14 bei einem Zauberattribut hast, dann musst du halt eine 14 schaffen. Wenn er es nicht schafft, dann funktioniert der Zauber. Wenn er es schafft, funktioniert der Zauber nicht. Deswegen muss auf jeden Fall da gut was drin sein. Genau, Charisma. Charisma sollte auf jeden Fall ein höchster Wert sein. Mhm. Und ansonsten auch Ausdauer wäre nicht schlecht. Also generell soll man auch sagen, Ausdauer sollte immer ein bisschen was drin sein. Weil es ist so, dein Leben wird bestimmt am Anfang durch dein Würfel, beim Hexenmeister ist ein W8 und beim Level 1 ist einfach das Maximum vom W8, also sprich du kriegst 8 plus dein Ausdauerwert, dein Ausdauerboni. Das ist dein Startleben. Und dann ist es halt jedes Mal so, wenn ihr dann ein neues Level habt, würfelt ihr erneut euren Lebenspunktewürfel, bei dir also ein W8 müsst du bei einem Level abwerfen und also weiß ich, wenn du jetzt halt würfelst, so zack. 1. Okay, wir machen generell die Hausregel, 1 würfeln wir nochmal. 5. So, dann hast du also 5 plus dein Ausdauerboni, weiß ich, wenn du halt dann plus 2 bei Ausdauer drin hast, kriegst du also pro Level, kriegst du für das nächste Level ab, von Level 1 von Level 2, 7 Lebenspunkte dazu, 7 maximal Lebenspunkte dazu. Deswegen sollte man immer auch im Ausdauer was drin haben, weil wenn du zum Beispiel in Ausdauer nichts drin hast und dann würfelst du zum Beispiel nur 2, dann kriegst du halt nur 2 Lebenspunkte. Ja. Dann hast du nicht mal einen Boni von deinen Ausdauer, dass du zumindest ein bisschen mehr Lebenspunkte bekommst. Ja. Deswegen sollte man immer Ausdauer irgendwie zumindest auf so 12 bringen, damit man halt ein plus 1 irgendwie drauf hat. Generell muss man jetzt mal sagen, bei Attributen ist es so, wie kriegt man die Boni jetzt? Alle Attribute starten ja bei 8. Es wäre aber bei 8... Dass man jetzt nicht sagt, so okay, ein W20 plus die 8 jetzt irgendwie, sondern die 8 bedeutet, dass der Bonus, den du auf diesen Attribut hast, momentan minus 1 ist. Ja. Bei 10, also dann geht es in zwei Schritten so hoch, bei 10 ist es dann 0, bei 12 plus 1, 14 plus 2, 16 plus 3, 18 plus 4, 20 plus 5. Mhm. So funktioniert das. Ja. Also ne, nur damit es einmal klar ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, da ist ein Dude und ich will den verführen, zum Beispiel, dann sage ich, ich würfel da jetzt drauf und dann muss ich halt den W20 würfeln. Genau. So, und jetzt sage ich mal, ich habe auf Charisma 14. Genau. So, und dann würfel ich und habe jetzt hier eine 10 und durch meinen Charisma-Wert kann ich aber 2 noch draufschlagen sozusagen. Genau. Und hätte dann also eine 12 gewürfelt statt einer 10. Genau. Sozusagen. So, ja. So funktioniert das nach dem Motto. Okay. Genau, und das sind also 27 Punkte, die du dazu verteilen musst. Gut. Und, okay, dann will ich schon mal Charisma auf 14 haben. Also mit dem Plus 2 bin ich dann bei 16, ne? Genau. Okay, das geht also. Ich darf, da mit dem Plus darf ich... Natürlich. Okay, dann will ich... Du kannst natürlich schon berechnen, das halt, okay, wie viel... Schreibe ich dann 14 oder 16 rein? Ich will erstmal eine 14 schreiben, nur du weißt, wie viele Punkte du schon ausgegeben hast. 14. Dann schreibe ich hier plus 2 rein bestimmt, ne? Genau. Also das kannst du nicht, brauchst du noch nicht, weil du kannst ja das dann draufrechnen. Ja, nee, ich meine hier, dass mit das... Achso, ja, genau, in den kleinen Kreis, genau, in den kleinen Kreis kommt dann ein Boni drin. Und 16 ist plus 3, ne? Genau, 16 ist dann plus 3. Okay. So, wie viel musste ich dafür jetzt ausgeben von 8 bis 14?
Also 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 Punkte. 6 Punkte. Minus 6. So. Dann, also, ich kann ja erstmal so von, ich will ja auch immer so ein bisschen logisch spielen. Also meine Stärke würde ich, also 8 ist das Minimum, ja? Ja. 8 ist Minimum, ja. Also Stärke, die ist nicht stark. Die ist nicht stark. Meine, die ist recht schmächtig und nicht besonders stark. So, auch nicht sonderlich geschickt. Okay. So. So, aber stark ist sie gar nicht. Vielleicht... noch eine Hilfe geben kann. Und zwar ist es ja noch so, dass neben den Attributen, die wir jetzt gerade bestimmen, wie viele Punkte du hast, kommen auch danach dann noch die Fähigkeiten, die Fertigkeiten dazu. Ja. Du siehst ja bei den Fertigkeiten, dass auch irgendwelche Boni draus sind. So, ja. Die Fertigkeitsboni sind, du hast immer zum Beispiel jetzt Akrobatik und dahinter in Klammern steht dann immer ein Attribut. Zum Beispiel Akrobatik steht in Klammern dahinter Geschick. Ja. Das heißt also, das, was du bei dem Attributen als Boni drin hast, kommt auch bei den Fertigkeiten dazu. Ja. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, so, ich habe nur 8 bei Geschicklichkeit drin, ist also immer, wenn du Akrobatik hast, also immer, wenn du irgendwie was Parcours-mäßiges machen möchtest, immer minus 1 dazu. Ja. Also geschickt ist, also geschickt mehr als stark, so. Also stark ist sie halt gar nicht. Okay. So, jetzt überlege ich mal. Ich mache erstmal meine Stärken, dann gucke ich mal, wie viel ich übrig habe. Mach das. So, also. Dann hätte ich, warte mal, also 6 muss ich ausgeben, um auf 14 zu kommen. Dann mache ich. Dann mache ich mal Intelligenz auf 13. Weil dann kriege ich mit meinem plus 1 bin ich dann bei 14. So, dann da gebe ich 5 dann für aus, ne? Ist das richtig? Ja. So, 13. Dann bin ich mit dem plus 1 auf 14, habe ich hier plus 2. Und Weisheit. Ich hätte Weisheit eigentlich auch schon gerne auf 14. Weisheit zum Beispiel, man darf auch nicht unterschätzen, was dazu zählt. Ne? Zum Beispiel zu Wisdom, zu Weisheit, zählt zum Beispiel auch Perception. Ja. Also Wahrnehmung. Ja. Zählt auch zu Weisheit. Ja. Ja, ich hätte Weisheit schon auch gerne auf 14. Ich glaube, man sieht, in welche Richtung der Charakter so geht. Ah, warte mal, Entschuldige. 14 sind 7 Punkte. Nein! Stimmt. Das war bis 13 ist noch immer 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und ab 14 und 15 kostet dann jeweils 2. Das habe ich vergessen. Also zwei, dann habe ich noch 2 weniger, weil ich hier dann 7 und da 7 ausgegeben habe. Genau, da 7, da 7. Also hast du schon 14 Punkte damit ausgegeben von deinen 27. Okay, warte mal. Wir waren jetzt bei 16. Dann machen wir erstmal minus 1, damit das stimmt. So. Dann habe ich aber nicht viel übrig. Naja. So, und auf 13 kostet halt 5 Punkte, genau. Also hast du jetzt 7, 14, also 19 Punkte hast du schon ausgegeben. Ja, ich muss noch 7 da wegmachen. Jetzt überlege ich, ob ich... Also du hast jetzt theoretisch noch 8 Punkte übrig. Warte mal, ich muss mal kurz... Okay. Ja, ich würde aber meinen Weiß... dann mache ich die Gänze nur auf 11... Wir können ansonsten mal kurz die Fertigkeiten, wenn du noch überlegst, kann ich mal kurz die Fertigkeiten so ein bisschen durchgehen und erklären, welche Fertigkeiten eigentlich was bedeuten. Also, wir haben einmal Akrobatik bei den Fertigkeiten. Das ist also wirklich ein Skill, immer wenn es um wenn du irgendwas Geschickliches machen willst. Also sei es balancieren, sei es über Hindernisse hüpfen, sei es, dass du irgendwas Parcours-mäßiges machen willst. Das ist alles so irgendwie Akrobatik. Animal Handling erklärst du uns selber, ne? Wie gut kannst du mit Tieren in irgendeiner Form klarkommen, vertrauen die dir, weißt du was über die Tiere und ähnliches. Arcanes bedeutet also wirklich alles, was in irgendeiner Form mit Magie zu tun hat, mit den normalen magischen Künsten, sei es Wissen darüber, sei es Effekte, die du darüber weißt, vielleicht auch ein bisschen Geschichte über das Arcane, das sieht alles zu den Arcanen so dazu. Athletik ist alles, was mir jetzt auf die Stärke raufgeht, also wirklich zum Beispiel auch irgendwie im Bau hochklettern, wirklich festhalten, einen Gegner festhalten oder auch gegeneinander sich irgendwie schieben, Arm drücken, wären alles so Athletikproben in irgendeiner Form. Deception bedeutet übersetzt halt Lügen, Täuschen. Also immer wenn du halt irgendwie versuchst, jemanden was vorzumachen, wie man anlügen muss, ist es halt immer, dass man halt auf Deception in irgendeiner Form würfeln muss. Dann haben wir History, also Geschichte. Das ist also immer, wenn du, ihr kommt in irgendeine Ruine zum Beispiel oder seid in irgendein Königreich und wollt halt mehr darüber erfahren von mir, dann seid ihr dann würfel mal auf Geschichte. So, und je nachdem, was du halt würfelst, verreicht dir halt so und so viel Information darüber. Ja. Insight ist sowas wie Menschenkenntnis, wenn man so möchte. Ja. Also sprich, lügt der andere mich vielleicht gerade an? Dafür ist eigentlich Insight da, dass man halt wirklich andere Wesen besser verstehen kann. Intimidation, ne, einschüchtern, erklärt sich von selbst.
Investigation, das ist ja wichtig, vielleicht nochmal zu unterscheiden zwischen Investigation und Perception. Investigation, wenn man so möchte, im Deutschen, bedeutet halt mehr, wenn ihr zum Beispiel in einen Raum reinkommt und ihr wollt Hinweisen suchen. Genau, ihr möchtet nach Hinweisen suchen. Ich möchte jetzt halt einen Körper nach Gegenständen absuchen, möchte in einer Schublade nachgucken. Wahrnehmung ist eher so, bemerke ich, dass mich jemand beobachtet. Genau, aus großer Distanz. Also ich sage immer gerne, Investigation ist halt mehr für, wenn du direkt schon dran bist, um etwas genauer zu untersuchen, und Perception ist mehr, wenn du auf Distanz versuchst zu erkennen, ob irgendwo jemand sich anschleicht, sonst irgendetwas. Dann haben wir Medizin. Ja, klar, erklärt sich auch von selber, ne? Wenn du halt jemanden mal nicht mit magischen Fähigkeiten heilen möchtest, retten möchtest, verbinden möchtest, wird man auf Medizin, auch was Gifte angeht zum Beispiel und ähnliches. Nature, der auch, glaube ich, von alles mit Natur in irgendeiner Form zu tun hat, dass du halt auch Jahreswechsel weißt, wie Tierspuren zu lesen sind, generell auch in der Natur klarkommen, das sind alles so zur Nature, zu Perception hatten wir gerade. Performance ist halt wirklich einfach das Auftreten oder wenn du halt auf ein Musikinstrument spielen zum Beispiel, etwas malen, jemanden beeindrucken möchtest, auch verführen zählt auch mit zu den Performance so ein bisschen in diese Richtung. Obwohl es gibt ja noch Persuasion. Ja, stimmt, Entschuldigung, Persuasion ist Verführung Nummer 1, genau. Aber Performance hat wirklich alles, um einfach andere zu beeindrucken. Genau, Persuasion ist halt wirklich das Verführen. Das wird auch vielleicht nicht nur diese sexuell verführen, sondern zum Beispiel einfach dir mehr vertraut, dass du halt jemanden besser überzeugen kannst in irgendeiner Form. Würde auch durch Persuasion dazu passen. Religion ist vor allem für Priester natürlich sehr wichtig. Wie gut kennst du eigentlich deinen eigenen Gott? Beziehungsweise, wenn ihr jetzt selber kein Priester seid, wie gut kennt ihr euch mit den Religiösen, mit den Gottheiten aus und ähnliches? Wisst ihr, wie Rituale funktionieren? Welche Mächte zusammenhängen? Wie die Göttlichkeiten zueinander stehen? Und. Also auch ein bisschen History-mäßig. Dann Sleight of Hand ist natürlich so Taschendiebstahl, also alles, was irgendwie mit Taschendiebstahl zu tun hat, wäre dann Sleight of Hand oder halt auch einfach schon mal schnell irgendein Gegenstand, der auf dem Tisch irgendwo liegt, du willst halt den mal schnell so ups, im Vorbeigehen mitnehmen, wäre auch Sleight of Hand. Auch zum Beispiel jetzt, du willst jemanden auch beeindrucken, lässt ein Messer auf deiner Hand balancieren, sonst irgendwas. Kann wieder Performance sein oder auch Sleight of Hand. Dann haben wir Stealth, klar, Schleichen. Wie gut könnt ihr euch tarnen, wie gut könnt ihr euch verstecken, wie gut könnt ihr hinterher schleichen. Und dann halt Survival als letztes. Survival ist halt wirklich Lagerplätze aufstellen, in der Natur jagen gehen, was zu essen finden, wissen, wie man sich bei einem Sandsturm verhalten muss oder wie kommen wir in der Eiswüste klar und. Das zählen also jeweils die ganzen verschiedenen Fertigkeiten, die halt, wie gesagt, ihre Boni bekommen durch die Attribute, die man hat. Okay, warte mal. Also ich möchte Weisheit und Charisma auf jeden Fall auf 14 haben. Genau, kostet also insgesamt schon mal 14 Punkte. So, 27 waren es, ne? Genau, 27 minus 14 schon mal. So, pass auf, da mache ich Intelligenz nicht auf 13, sondern auf 11. Okay. Weil ich habe ja da plus 1, dann bin ich ja bei 12, da habe ich da zumindest einen Bonus von plus 1. Das ist kein guter Gardierer. Na, so was. Bei 12 war plus 1, ne? Bei 12 ist plus 1, ja. Okay. Und wenn du 11 machst, dann kostet es also 3 Punkte. 11. Also hast du noch 10 Punkte übrig. So, Stärke musste ich nichts für ausgeben. Genau. So, ich wäre schon gerne... Wie viel muss ich ausgeben, wenn ich auf 12 will? Auf 12 kostet 4. 4. Okay, dann hätte ich gerne Konstitution, Dexterity auf jeden Fall schon mal auf 12. Okay, kostet also beides jeweils 4, hast also noch 2 Punkte übrig. Dann hätte ich noch 2 übrig. Steigen die später noch im Verlauf, die Attribute? Ja, ja. Es ist immer so, dass alle paar Level, also zum Beispiel ab Level 3 oder 4, also je nachdem, welche Klasse man spielt, müssen wir mal nachgucken, ist dann halt zum Beispiel entweder eine Möglichkeit, dass du halt Attribut steigern kannst. Es gibt auch magische Gegenstände natürlich, die deine Attribute steigern in irgendeiner Form. Genau. Okay, dann... Ich glaube, da mache ich aber 12, 12, 12. Das müsste dann genau aufgehen, ne? Richtig? 4. Achso, ja genau, du hast ja schon 11 da, 3 Punkte, ja. Also würde ich nochmal einen Punkt extra kosten, genau. Wäre also noch 9. Und dann machst du zweimal 12, also einen Punkt noch übrig. Okay, ich mache auf jeden Fall schon mal Dexterity auf 12. So. Und Ausdauer auf 12. Also Ausdauer auf 12. Und dann kannst du natürlich ganz auch noch auf 12 machen, wenn du magst. So.
Weil, okay, wenn ich wieder steinern bin, mir das ja durchaus schon noch, wenn ich... Weil theoretisch kannst du auch jetzt Intelligenz, natürlich den letzten Punkt, der noch einzeln übrig ist, kannst du jetzt natürlich zum Beispiel auf Intelligenz auch noch machen. Du machst Intelligenz auf 13 und durch deinen Boni, den du so oder so bekommst, geht's auf 14 hoch. Dann mache ich das so. Dann hast du Intelligenz plus 2 zum Beispiel. Okay. Ja, dann mache ich das. Dann habe ich Stärke 8, Geschicklichkeit 12, Konstitution 12, Intelligenz 13, Weisheit 14 und Charisma 14. Wunderbar! Da haben wir das schon mal. Ergibt auch eigentlich Sinn, oder? Man kann ja ausdauernd sein, ohne dass man sonderlich stark ist. Na genau, dass du halt, das sind ja verschiedene Muskelpartien, die trainiert werden, so auf dem Motto. Dann ist das völlig normal. Dann kannst du ja zum Beispiel auch hier die 4 nochmal wegradieren, also 16 draus machen. Dann kannst du das an der Seite wegmachen, wenn du möchtest. Ich weiß einfach nur, dass am Anfang erstmal, dass du halt Überblick hast, wo hast du jetzt wirklich Punkte reingegeben. Aber muss ich dann, wenn ich das steigern möchte, wenn ich jetzt das wegradiere und bin jetzt hier bei 16 zum Beispiel, wenn ich dann das steigern will, muss ich dann trotzdem die Mehrpunkte ausgeben? Nein, das Steigern ist dann so, dass du halt zum Beispiel bekommst so, als Warlock Level Up, bei welchem bekommst du? Level 4 zum Beispiel, der Ability Score Improvement. Okay. Und da kannst du dann sagen, okay, steige entweder ein beliebiges Talent um 2 oder steige 2 Talente um 1. Ah, okay. Zum Beispiel. Alles klar, also habe ich hier 14 und hier 16. Okay. Genau. Ja, das heißt, ja, okay, also 8, 12, 12, 14, 14, 16. Sehr gut, sehr, sehr nice. Deswegen Tiefling eignet sich sehr gut für Warlock. Das habe ich ermittelt. So, dann gibt es jetzt noch wichtig, um genau zu ermitteln, was du wo jetzt eigentlich bei den Fertigkeiten hast. Und zwar gibt es hier oben noch die Kategorie Proficiency Bonus. Ja. Oder Kenntnisbonus im Deutschen. Der ist auf Level 1 bei 2. Das heißt, du kannst schon mal hier eintragen, erstmal Proficiency Bonus, Kenntnisbonus 2, plus 2, genau. Es ist nämlich so, dass, je nachdem, welche Klasse du hast, kannst du ja aussuchen, in welchen Skills bist du jetzt besonders bewandert, sozusagen. Mhm. Du kannst dir zwei Skills aussuchen, und zwar von entweder Arcan, Deception, also Täuschung, Geschichte, Einschüchtern, Untersuchung, Natur, Religion. Also aus den 7 kannst du jetzt 2 Stück aussuchen von den Fertigkeiten, wo du besonders bewandert bist. Deception, Täuschung, ne? Ja. Arkan, Täuschung, Geschichte, Einschüchtern, Investigation, Natur, Religion. Also hätte ich auf jeden Fall gern Deception. Okay, da machst du jetzt in den kleinen Kreisen, machst du ein Kreuz, da wo du halt den Kenntnisbonus haben möchtest? Die soll halt sehr auf Soziales gehen, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass die sehr viel einschüchtern würde. Du kannst auch Investigation zum Beispiel machen, dass du besonders gut noch Dinge untersuchen kannst oder ähnliches. Ja, ich schwanke immer noch zwischen Investigation oder Intimidation. Einfach so full on. Weil ich stelle mir das schon vor, die hat ja, kleiner Mini-Spoiler schon mal, hat ja einen Pakt mit einem Dämon. Da geht doch bestimmt sowas, oder? Dass die dann die Augen rot aufleuchten lässt oder so. Kann durchaus sein. Ja komm, ich nehm Deception und Intimidation. Okay, dann macht ihr bei Intimidation auch mal ein Kreuz dahin. So, und jetzt trägst du einfach ein, immer je nachdem, was halt bei dem Fertigkeitspunkt in Klammern dahinter steht, also zum Beispiel bei Akrobatik Geschicklichkeit, trägst du den Bonus, also bei Geschicklichkeit hast, bei dir wäre es ja plus 1, trägst jetzt da ein. Deine, ach so. Also Akrobatik wäre plus 1. Plus 1. Wenn du das weißt. Plus 2. Plus 2. Plus 2. Plus 2. Plus 2. Na, Akas plus 2. Athletik minus 1. Minus 1. Und jetzt kommt Deception und da machst du jetzt, das ist ja ein Charisma Trade, also plus 3. Und da kommt jetzt der Kenntnisbonus noch dazu. Also wäre das bei Deception wäre plus 5. Plus 5. History ist plus 2. Insight ist plus 2. Intimidation ist plus 5, richtig? Ja, ja. Das ist ein Charisma Skill, also wäre es wieder plus 5, genau. Investigation ist plus 2, Medizin ist plus 2, Nature ist plus 2, Perception ist plus 2, Performance ist plus 3, Persuasion ist plus 3,
Religion ist plus 2, Sleight of Hand ist plus 1, Stealth ist plus 1. Stärke ist echt nur für eine Sache? Ja. Ist ja dumm. Stärke ist halt vor allem, was den Schaden angeht, ist ja wichtig. Plus 1 und Survival ist plus 2. Ja, sieht doch schon nicht schlecht aus. Ja. Das heißt also jetzt immer, wenn du halt zum Beispiel jetzt auf Einschüchtern würfelst, würfelst du also ein W20, also ich habe zum Beispiel 16 geworfen, plus 5 wäre es schon mal 21 für Einschüchtern in dem Sinne. Ja. So funktioniert das. Dafür ist Kenntnisbonus denn da. Schurken sind halt sehr krass, was den Kenntnisbonus angeht. Die können zum Beispiel schon auf Level 1 sich 4 Skills aussuchen und können sogar später noch weitere Skills aussuchen, wo sie halt Kenntnisbonus haben. Ja. Deswegen sind Schurken, was das angeht, sehr, sehr krass. So, dann haben wir jetzt auch noch die Saving Throws, also was hier oben noch steht. Ja. Die Saving Throws ist dann halt immer so, wenn zum Beispiel jetzt ein Gegner versucht, dich irgendwie mit einem Charisma-Zauber zu verzaubern in irgendeiner Form. Oder zum Beispiel auf einmal eine Fallgrube sich öffnet und versucht, sich noch zu retten, sonst irgendwas. Dann sage ich zum Beispiel, mach mal bitte einen Geschicklichkeitsrettungswurf, mach mal bitte einen Stärkerettungswurf, mach mal bitte einen Charisma-Rettungswurf oder sonst irgendwas. Ja. Um halt den Zauber oder der Situation in irgendeiner Form noch gerade so zu entkommen, dass du halt jetzt keinen Schaden bekommst in irgendeiner Form. Du hast einen Kenntnisbonus bei den Saving Throws bei Weisheit und Charisma. Mhm. Also sprich, machst du da auch jeweils bei Weisheit und Charisma in den kleinen Kreis ein Kreuz. Genau. Jetzt trägst du einfach hier wieder ein, was du auch hier als Bonus hast. Das heißt, bei Stärke minus 1, bei Geschicklichkeit plus 1, bei Ausdauer plus 1. Ah, ich habe mir die Hand nicht verknackt. Oh, bei Intelligenz plus 2 und das bei Weisheit ist es halt plus 5 insgesamt und bei Charisma auch plus 5. Bei Charisma habe ich ja so schon plus 3. Entschuldigung, bei Weisheit plus 4, Entschuldigung. Plus 4, ne? Ja. Plus 4 und bei Charisma plus 5, genau. Also da ist halt wirklich so, oh nein, eine Fallgrube öffnet sich, du würdest herunterstürzen, schaffst du es nicht noch gerade so am Rand festzuhalten, mach mal einen Geschicklichkeitsrettungswurf, dann wirst du halt ein W20, 4 plus 1 sind nur 5, schwierig, stürzt die Fallgrube rein. Nein! So funktioniert das, genau, haben wir da schon mal jetzt alles bestimmt. Jetzt kommt die anderen Sachen, nämlich so ein bisschen auch in die Richtung Equipment und so weiter. In was du noch besonders bewandert bist. Und zwar in leichte Rüstung. Das kannst du wahrscheinlich entweder hier oder hier eintragen. Du kannst wahrscheinlich sogar hier eintragen. Also bist bewandert in leichte Rüstung. Mhm. Simple Waffen. Das kann sowas sein wie ein Knüppel, Dolch, auch ein Schwert, ähnliches. Also einfache Waffen, ja, wirklich. Und in Werkzeugen und so weiter bist du nicht bewandert. Also das sind einfach nur die beiden, wo jetzt noch besonders Kenntnis... Muss man so Werkzeuge jetzt extra aufschreiben, oder? Also nein, okay. Das muss ich weiter aufschreiben. So, dann können wir auf noch den dritten Bogen mal kurz gehen. Weil hier tragen noch deine Zaubersachen ein. Uiuiui. Hier oben. Und zwar deine Spellcasting Ability, dein Spell Safety DC und dein Spell Attack Bonus. Das ist so mit den... Ability setzt sich zusammen. Wir machen das nur genau, machen wir erstmal DC. Das Spell Safety DC ist so, wenn irgendwer versucht, deinen Zauber zu widerstehen. Ja. Was für einen Wurf muss er erreichen, um den Zauber zu widerstehen, was er auf ihn einsetzt? Das rechnet sich aus 8 plus den momentanen Kenntnisbonus, also plus 2, sind wir schon bei 10, plus dein Charisma-Bonus, also plus 3 nochmal. Mhm. Das heißt also, du kannst bei Spell DC hier hinschreiben. 15. Echt? Was? 13. Nee. Plus 2, ah ja. 8 plus 2 plus 3. 13. Und dein Attack Modifier ist dein Kenntnisbonus, also 2 plus dein Charisma-Bonus plus 3, also plus 5 momentan. Ja, ja, Spell Attack Bonus. Genau, plus 5. Genau, also sprich, es gibt verschiedene Zauber. Es gibt Zauber, wo du entweder noch selber einen Angriffswurf machen musst, oder es gibt Zauber, wo halt der Gegner versuchen musst, den zu überstehen, oder das Gezauber direkt automatisch treffen und du würfelst einfach nur den Schaden aus. Beziehungsweise der Gegner würfelt aus, ob er es schafft, nur halben Schaden zu bekommen, zum Beispiel. Okay. Deswegen kriegst du auch einen Spell Casting Modifier. Genau. Spell Casting Ability, ich glaube, das ist einfach nur, dass du einträgst, welchen Level du gerade hast. Also du bist Level 1 Warlock gerade. Das ist halt dein Ability gerade. War 1. Genau, War 1. Finde ich gut. Ja, haben wir das auch schon mal gemacht. Ich benenne mich um in War 1. Sehr gut. So, dann haben wir noch hier oben deine Rüstungsklasse. Die wird nicht hoch. Deine Initiative und deine Geschwindigkeit.
Der Initiative-Bonus ist einfach dein Geschicklichkeitsbonus. Also plus 1. Plus 1. Dann dein Leben können wir auch schon mal eintragen, gleich am Anfang. Und zwar ist es halt, wie gesagt, dein Lebenswürfel ist ein W8 plus dein Ausdauerbonus. Auf Level 1 ist es einfach das Maximum davon. Also sprich 8 plus dein Ausdauerbonus. 1. Also sprich dein Startleben ist 9. Wo ist mein Leben? Deine Current Hit Points. Ach da. Also sprich, du trägst jetzt hier, kannst du 9 von 9 eintragen oder hier machst du das, was du momentan hast, hier oben was du Maximum hast. Das Maximum 9. 9 und bei Current halt auch momentan 9. Du bist bei vollem Leben am Anfang. Uiuiui. 9 Lebenspunkte! Ist doch schön, oder? Ja, aber es wäre unrealistisch. Wenn ich Konstitution jetzt hochgepusht hätte, dann wäre das nur, damit ich stärker bin. Aber genau. Die temporären Lebenspunkte, was hier steht, das kann sowas sein, wie zum Beispiel, dass du durch irgendwelche Zauber noch irgendwelchen extra bekommst, ja, mal für kurze Zeit, dass du halt 10 temporäre Lebenspunkte hast oder sowas. Denn ist, wenn halt ein Gegner dich angreift, dann werden halt zuerst die temporären Lebenspunkte abgezogen, bevor es auf deine normalen Lebenspunkte geht. Ja. Also sprich, momentan am Anfang ist da noch gar nichts in irgendeiner Form. Du kannst hier bei Hit Dice kannst du ein W8 hinschreiben. Ganz oben, oder? W8. Diese Total Hit Dice, was du hier hast, das ist dafür da. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du dich sozusagen komplett heilen kannst. Entweder durch eine lange Rast, ne, 8 Stunden komplett, ja, durchschlafen, du bist wieder komplett volles Leben. Und bei kurzen Rasten kann man kurzen Rasten kannst du dann halt deinen Hit Dice würfeln und wie viel du dich jetzt heilen kannst. Ja. Und je nachdem, welches Level du hast, hast du dementsprechend so viele Hit Dice. Okay. Level 1, also sprich, du musst nur 1. Das kannst du hier schreiben, 1 von 1 zum Beispiel. Da kannst du halt immer, wenn du halt unter Level 2 sind, 2 von 2, 3 von 3 und so weiter. Und die Hit-Dice füllen sich halt immer nach einer langen Rast wieder auf. Genau. So dem Motto. Ja. Eines kann man vielleicht auch nochmal ganz kurz sagen, so für alle, die es nicht kennen. Man kann, bei Dungeons & Dragons gibt es ja Lebenspunkte, Zauberslots und so weiter. Und die werden halt verbraucht, wenn man angegriffen wird oder wenn man Zauber wirkt. Und wenn man eine lange Rast macht, dann füllt sich einfach alles wieder auf. Genau. Komplett. Es gibt aber auch kurze Rasten und da wäre dann zum Beispiel das. Da würde ich dann meinen W8 würfeln und gucken, wie viele Lebenspunkte ich mich regeneriere. Richtig, genau. So, dann haben wir noch ein bisschen Equipment für dich. Toll. Und zwar kannst du dir Folgendes aussuchen. Als erstes hast du entweder eine leichte Armbrust mit 20 Schuss oder irgendeine einfache Waffe. Ich habe einen Dolch am Bein. Okay, dann trag dir schon mal einfach bei Equipment einfach schon mal Dolch ein. Oder kannst auch hier schon mal Dolch eintragen, zum Beispiel in den obersten Ding. Ein Dolch. Werte sage ich dir noch gleich. Ja. Dann hast du jetzt zwei Möglichkeiten, wie du Zauber wirkst. Entweder hast du einen sogenannten Component Pouch, also eine kleine Tasche mit allen möglichen Komponenten. Mhm. Oder aber du hast einen arkanen Fokus. Weil wie Magie gewirkt wird, ist immer so. Entweder jeder Zauber benötigt halt irgendeine Möglichkeit, wie du es aussprichst. Also entweder ist zum Beispiel etwas ein Laut, also dass du irgendwelche Worte murmeln musst, um den Zauber zu aktivieren, oder eine Bewegung, du musst deine Hände bewegen oder irgendwelche Rituale so auf dem Motto machen, mhm, und Komponenten, die man vielleicht in irgendeiner Form benötigt. Ja. Das kann sowas ganz weird sein, sowas wie Fledermausgung zum Beispiel oder irgendwie Froschaugen oder einfach nur Myrrhe oder sonst irgendwas. Ja. Und das kannst du selber entscheiden, wie möchtest du Zauber wirken. Willst du entweder dass du halt immer wieder Komponenten aus deiner Tasche holen musst und die halt dann einsetzen musst. Da ist halt so, dass du regelmäßig auch immer mal wieder das auffüllen musst. Ja. Das ist nicht so, dass es mega teuer wird. Also bei vielen Städten kann ich sagen, so, ja, du kaufst einfach irgendwelche Komponenten. Du musst doch nicht genau sagen, so, na, ich will jetzt die genauen Komponenten haben, sondern so einfach ganz allgemein. Außerdem bei höheren Leveln, also am Anfang ist es noch nicht so wichtig, aber bei höheren Leveln ist es auch so, es gibt dann durchaus Zauber, die halt direkt da drin stehen haben, sowas wie eine Perle, die 100 Gold wert ist, zum Beispiel. Ja. So, Motto. Oder du hast einen Arcanen Fokus. Da musst du halt keine Komponenten nutzen, sondern es kann, Arcanen Fokus kann, was ich, ein Kristall sein, es kann eine Kette bei dir sein, es kann ein Armreif sein, es kann ein Buch sein, dein Stab sein, ja, was weiß ich, wodurch du halt immer deine Energie konzentrierst und dann halt Zauber einsetzt. Du kannst auch, wenn zum Beispiel ein Arcanen Fokus mal verloren geht, kannst du auch ein Ritual machen, das dauert eine Stunde oder 2 Stunden, glaube ich, war es. Kannst einen neuen Arkanen-Fokus halt irgendeiner Form herstellen. Der Arkanen-Fokus hat den Vorteil halt dadurch, dass solange bei den ganzen Zaubern nicht steht, dass die Komponente in irgendeiner Form Gold kostet, kannst du sämtliche Zauber einfach, also kannst sämtliche Komponenten mit dem Arkanen-Fokus einfach ersetzen dadurch. Aber wenn halt das schon mal spät eine 100 Goldperle, dann kannst du den Arkanen-Fokus den Zauber trotzdem nicht einsetzen. Also, die Saya kann mit Natur nicht viel anfangen. Okay. Sie ist sehr schmuckaffin. Ah.
Das heißt, sie hätte einen silbernen Armreif, wo unten so ein kleiner Kristall eingelassen ist. Ist okay. Hat sie also einen Arkan-Fokus, silberner Armreif. Das schreibe ich hier. Genau, bei Equipment zum Beispiel. Fokus, Armreif. Genau. So, und dann kannst du ja aussuchen, willst du entweder ein sogenanntes Gelehrtenpaket oder möchtest du ein Dungeoneers-Pack? Also ein Grabräuber-Paket? Das ist einfach nur, was du halt so ein bisschen als Standard bekommst. Also bei jedem ist eigentlich sowas drin wie eine Schlafmatte, Geschirr, Fackeln, Seil und ähnliches. Kann ich dir auch gleich noch sagen, was genau drin ist? Gelehrt. Ein Gelehrtenpaket, okay. kannst du mal hin, also Scholars Package kannst du schon mal hinschreiben und dann erzähle ich dir gleich, was alles drin ist. Gelehrtenpaket. Paket. So, dann bekommst du außerdem noch eine Lederrüstung. Ich lasse mal da Platz. Du kannst es eintragen, wo du möchtest. Du kannst auch die Rückseite auch zum Beispiel schreiben oder auch die zweite Seite kannst du auch nutzen. Ja, dann mache ich mir das Gelehrtenpaket hier auf die Rückseite. Ja. So, und dann schreibe ich mir hier die Lederrüstung hin. Genau, Lederrüstung. Nochmal eine einfache Waffe und nochmal zwei zusätzliche Dolche. Achso. Wir können gleich zum Equipment geben, was es denn eigentlich genau bedeutet. Ja. Schau mal kurz irgendwo am Rande. Einfache Waffe. Nur irgendwas. Und dann kannst du mal noch hier eintragen, nochmal zwei Dolche. Zwei Dolche. Könnte es auch Wurfdolche sein oder sowas. Ja. Okay, das ist schon mal dein Start-Equipment, was das schon mal angeht. So, dann fehlt uns noch. Ach genau, deine Rüstungsklasse. Jetzt wissen wir mit deiner Lederrüstung. Genau, können wir also gleich zum Equipment gehen. Deine Geschwindigkeit wird, glaube ich, 9 Meter sein, wenn ich jetzt nicht täusche. Ups, nach oben gehen. Ist das aber tief? Frage mit der Rüstung, das nimmt Dungeons & Dragons bestimmt nicht so ernst, oder? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, weil die ja schon sehr viel auf ihr Äußeres Wert legt und so. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die hat so ein schwarzes Kleid an, so, kann man sagen, die ist quasi darunter, die Rüstung. Ja, ja, das ist, okay. Ja, ja, genau. Das ist kein Problem. Nicht, dass ich mir selber einen Nachteil anschaffe, weil ich sage, ich habe Schwachstellen. Genau, du kannst bei Geschwindigkeit hier 9 Meter eintragen. 30 Feet, das waren 9 Meter, wenn ich mich richtig erinnere. Das waren 30 Feet gleich 9 Meter. Schau mal, was ich mache. Moment. Ja, da hat, also wenn ihr das hier seht, ist es schon passiert, aber hat Steven in den nächsten Tagen viel zu tun, sich die ganzen Nasen alle einzeln mal zu schnappen. Naja, genau. Da. Warte mal schnell hier. Dum, 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 dum. Der Steven findet jetzt heraus, wie viel Fuß ein Meter sind. Genau, 9,11, also 9 Meter. Hatte ich also richtig im Kopf. Genau, 30 Fuß sind 9 Meter. Das ist einfach nur, man kann sagen, dass wenn du zum Beispiel auf irgendwelchen Schlachtfeldern bist, ist halt immer so ein Feld mit umgerechnet 1,5 Meter, so nach dem Motto. Okay. Also kann man immer sagen, so, okay, du kommst also in einer Runde 6 Felder weit. Ja. Das ist also die Umrechnungsformel davon. Genau, deine Rüstung setzt sich halt aus deinen Geschicklichkeitsboni zusammen, plus halt, was deine Rüstung dir nochmal extra gibt. Und das ist halt meistens 8 plus dein Geschicklichkeitsboni plus, was die Rüstung noch zusätzlich gibt, ist dann der Rüstungswurf. Und da müssen wir jetzt ganz nach unten gehen, einfach mal um die Rüstung mal uns anzugucken. Inhaltsverzeichnis. Eine Lederrüstung. Das war dann. Ah, da Equipment. Da 143 haben wir noch. Die Rüstung kommt. Sie kommt jetzt gleich. So, ups. Da haben wir zum Beispiel schon mal Weapons. Also ein Dolch, das kannst du hier eintragen ja. Schon mal. Also dein Angriffsbonus besteht erstmal aus, was eine leichte Waffe ist, wäre dein Geschicklichkeitsboni. Plus weil du halt mit dem bewandert bist, ne? Du bist der ja Bewandert mit einfachen Sachen.
Wäre es also Geschicklichkeit plus Kenntnisbonus, also wäre es halt plus 3 zum Treffen. Plus 3. Und der Schaden, ein Dolch, macht halt 1 W4. Toll. Dolche machen nicht viel Schaden. Du bist ja auch mehr in der Magier. Du bist ja, eher mit Magie. Ich hab den eher, wenn mir irgendwer zu Leibe rückt, den Dolch. Genau. So, und jetzt simple Waffen. Das ist entweder ein Knüppel, Dolche, ein großer Knüppel, eine Handaxt, ein Wurfspeer, ein leichter Hammer, ein Streitkolben, ein Kampfstab, eine Sichel, ein Speer mit bloßer Faust zuschlagen. Genau, und Simple Ranged Weapon könntest du auch nehmen. Wäre halt eine leichte Armbrust, Wurfpfeile, ein Kurzbogen oder eine Sling. Steinschleuder. Das sind deine Waffen, was passiert, Simple Weapon angeht, was du noch haben magst. Oder kannst auch sagen, weil du kriegst ja so Deutsche dazu, kannst auch sagen, dass die erste Simple Weapon war vielleicht auch irgendwas anderes, wenn du magst. Ja, ich Ersatzdolche. Die trägt nicht viel Waffen. Dann habe ich noch Wurfpfeile, was war das? Hm? Okay. Darts. Kannst du auch hier oben eintragen, Wurfpfeile. Genau. Machen auch einen W4 Schaden. Also dein Angriffsbonus war auch wieder plus 3 insgesamt. Mhm. So, 1 W4 Schaden. Und du kannst noch irgendwie darunter oder hier noch eintragen, die Reichweite wäre 20 bis 60 Fuß, also sprich knapp. Ein Kampfstab ist auch eine einfache Waffe. Ja, Quarterstaff heißt es. Quarterstaff. Das ist dann nicht so langer, oder wie? Weil der Quarterstaff heißt, ist das dann nicht so ein langer, sondern so ein kurzer Stab? Ja, also halt so, ne? So, na, dann nehme ich das als meine erst. Das ist schon so ein Stab, der auch bis auf den Boden geht. Ja, den hat sie so. Okay. Als deine Hauptwaffe dann. Ja. Okay. Und schreibe ich. Aber kann ich jetzt euch dann da oben reinschreiben? Kann ich es trotzdem? Du kannst da auch eintragen, okay. Klar. Kampfstab. Der ist dann auch plus 3? Ja, auch plus 3. Mhm. Und macht 1 W6. Und theoretisch. Genau, 1 W6. Und wenn du halt sagst, du schlägst mit Beinhänden zu, so dem Motto, dass du halt Beinhände nimmst, kannst du sogar auch 1 W8 Schaden machen. Dann schreibe ich mir hier jetzt nur noch ein Dolch hin, weil ich ja ein, also, oder zwei Dolche, einer aktiv oder so. Ich weiß, wenn ich ein Dolch verliere, dann habe ich noch einen. Alles Ersatz. Klar. Was Wurfpfeile angeht, kannst du hinschreiben, die hat eine Reichweite von 6 Metern. 6 Meter. Genau. Und maximale Reichweite 18 Meter. Also auf 6 Meter bin ich effektiv. Genau, sozusagen. Auf 6 Meter bist du nicht effektiv und wenn du versuchst noch da drüber hinauszuwerfen, kriegst du halt einen Abzug davon, ob du triffst oder nicht. Oder wir machen weniger Schaden. Okay. Genau, Schaden haben wir schon gesagt, 1 wie 4? Ja. Genau, haben wir auch so. Genau, dann haben wir schon mal deine Waffen. So, dann müssen wir die Rüstung mal kurz machen. Ah, genau, wir haben es doch da in deinem Scholar's Pack, was da drin ist, genau. Also, in den Scholar's Pack ist ein Rucksack, also eine Tasche. Kannst du selber sagen, was für ein. Das ist ein großer Rucksack auf den Schultern, auf dem Rücken trägt, das ist so eine seitliche Tasche. Kannst du selber entscheiden, wie das aussehen soll. Mhm. Dann ein Geschichtsbuch. Ja. Also, von irgendeiner, wo du sagst, da bist du besonders interessiert dran, das kann zum Beispiel ein Buch auch sein über zum Beispiel deine Götter sozusagen, ja. Wenn glauben, dass sie tot sind zum Beispiel sein, irgendwie sowas. Eine Flasche voll mit Tinte und auch eine Schreibfeder. Tintenflasche plus Feder. 10 Papiere, 10 Pergamente, die du frei beschriften kannst. 10 Blätter, genau. 10 Blätter Papier, so. Ein kleines Küchenmesser. Also ein kleines, so, ne, dass du was schnibbeln kannst irgendwie. Mhm. Und du kriegst noch eine kleine Tasche mit Sand. Little bag of sand. Toll. Tasche. Sand. Genau.
Mein Buch ist ein Buch über die Entstehung des Glaubens der sieben Todsünden. Zum Beispiel. Finde ich gut. Ups, das wollte ich nicht. So. Tools. Nope. Wir wollen die Rüstung noch haben. Wo sind die denn? Gebet nicht. Rüstung. Kämpfen alle ohne Rüstung. Ist schon dran vorbei? Ach, man kann sich Inspiration ja sogar eintragen. Ja, auch möglich. Aber hier, Weapon, getting. Ach, hier war Rüstung, ganz am Anfang. So, du hast eine Lederrüstung. Das heißt, deine Rüstungsklasse ist. Ah ja, deine Rüstungsklasse ist mit der Lederrüstung 11 plus ein Geschicklichkeitsmodifikator. Das heißt also insgesamt bei dir 12. 12. Das heißt also, wenn ein Gegner dich jetzt angreift, dann würfel ich einen W20, rechne den Bonus, Angriffsbonus von Giga drauf und wenn ich jetzt eine 11 habe, treffe ich dich nicht. Wenn ich aber eine 12 oder höher habe, treffe ich dich. Ach, selbst wenn du ihn erreichst, ist genau, schon. Also muss ein Gegner zu treffen, entweder die Rüstungsklasse genau treffen oder höher. Dann triffst du einen Gegner. Also, um dich zu treffen, muss ich also eine 12 oder höher haben. Das heißt, ich werde recht leicht getroffen. Du bist halt ein Squishy Magier, so ja. Dem Motto. Ich stelle euch vor, wir machen jetzt hier 2 Stunden Video und am Ende sterbe ich in der ersten Folge und dann war's das. Ja, da kann ich ja auch mal sagen, was denkst du, oh Gott, bei 0 Lebenspunkte ist sofort Ende und hat nur 8 Lebenspunkte. Ja. Das ist bei Dungeons & Dragons nicht der Fall. Das kann ich mal kurz erklären, dafür sind nämlich hier auf dem Bogen in der Mitte, nämlich die Death Saves. Das ist nämlich so, wenn ein Charakter auf 0 Lebenspunkte fällt, ist er nicht instant tot, sondern er verblutet gerade langsam. Und kann halt also noch gerettet werden von seinen Kollegen zum Beispiel. Oder sich sogar theoretisch selber retten. Sobald du also auf 0 Lebenspunkte fällst, würfelst du dann ein W20. Jedes Mal, wenn du dran bist wieder. Also es ist halt eine initiative Reihenfolge im Kampf. Dann würfelst du ein W20. Und wenn du 10 oder niedriger hast, ist schlecht. Das bedeutet nämlich, dass du einen Fehlschlag hast. Und wenn du 11 oder höher hast, heißt das, du hast einen Erfolg. Wenn du 3 Erfolge hast, ist es sogar so, dass du wieder also du bist zwar ohnmächtig, aber du blutest nicht mehr aus. Also sprich, ja. Du bist nicht tot, du bist einfach nur ohnmächtig. Und die Blutung war wahrscheinlich nicht so schlimm, es hat aufgehört. Dein Körper hat es geschafft, ja. Sich selber zu helfen, so auf dem Motto. Wenn du 3 Nicht-Erfolge hast, 3-mal deine Todeswürfel verkackst, 3-mal unter 10 würfelst, dann bist du tot. Ja. Dann ist dein Charakter endgültig gestorben und du kannst den Charakterbogen zerreißen. Nein, solltest du nicht machen, weil es gibt theoretisch, je nachdem welchen Level ihr habt oder welche Möglichkeiten ihr habt, auch bei Priestern zum Beispiel die Möglichkeit, einen Wiederbelebungszauber zu machen. Du bist tot. Scheiße! Ich belebe dich wieder. Nee, mach mal nicht. So ungefähr. Genau. Deswegen bist du halt ein bisschen squishy, aber es ist nicht schlimm, wenn man auf 0 Lebenspunkte, also es ist schon schlimm, wenn du auf 0 Lebenspunkte fällst, so ist du nicht, aber du bist nicht tot. Ja. So nach dem Motto. Genau. Wie funktionieren Wurfpfeile? Habe ich einen Wurfpfeil oder ist das. Achso, du hast 10 Stück, entschuldige. Du hast 10 Wurfpfeile. 10. Genau. Und du kannst theoretisch bei Wurfpfeilen, du kannst theoretisch sie wieder auch bekommen, aber es ist eine Möglichkeit, dass sie auch kaputt sind. Ja, okay. Nach dem Motto. Ja, du kannst also die ganze Zeit auch. Wuff, ist auch dem Motto. Genau. So, dann haben wir das. Gibt es irgendwas, wo du sagst, bei Equipment, das hättest du gerne? Also, was ich dir zum Beispiel noch geben würde, auf jeden Fall wäre, du kannst auch dann noch bei deinen Ausrüstungen entscheiden, dass du halt eine Schlafmatte hast, ne, und dass du Geschirr hast. Und von mir aus kannst du auch sowas hinschreiben, wie zum Beispiel auch noch hier Zunder hast, ne, dass du ein Lagerfeuer machen kannst. Nee, das müssen andere machen. Okay, dann hast du es nicht. ja, aber Geschirr und also keine so Holzschüssel mit einem Löffel oder Göffel oder irgendwas sein, genau. Und eine Schlafmatte. Möchtest du noch irgendwas jetzt so an Gegenständen einfach bei dir haben, wo du denkst, oh, das wäre eigentlich ganz praktisch, das hat es bestimmt dabei, irgendwie sowas. Was wir einfach so kurz spontan. Kannst auch im Nachhinein, kannst du mir noch so schreiben, irgendwas. Nö, wenn ich viel Schmuck nicht extra angeben muss, dann. Also sie hat halt viel Schmuck am Körper. Ketten und Ringe. Denn sagen wir, kannst du eintragen, verschiedenste Schmuckstücke, ich sag mal, im Wert von, sagen wir, 20 Gold. Okay. Ist 20 Gold viel? Es geht. Also, ich sag mal so,
ein Bier kostet 2 Kupfer. Generell, das kann man auch mal sagen, die Geldwährung in Dungeons & Dragons ist halt Kupfer, Silber, Gold und Platin. Es gibt theoretisch noch Elektrum, aber es nimmt keine Sau, weil das sehr dumm irgendwie zum Umrechnen ist. Und die Umrechnung ist eigentlich immer 10. Also sprich, 10 Kupferstücke sind ein Silber, 10 Silber sind ein Gold, 10 Gold sind ein Platin. Okay, dann bin ich damit einverstanden. So, also das ist halt die Umrechnung so nach dem Motto. Genau, noch irgendwas? Willst du vielleicht noch ein Buch oder willst du noch einen Kompass oder keine Ahnung, irgendwas? Extra Klamotten? Ich weiß nicht, was, wenn du irgendwas ein schon mal. Nö, also wie gesagt, das ist so, solange ich das, also sie hat nicht viel dabei, weil es ja geht jetzt ja auf Abenteuer und bis dato kannte sie noch nicht viel Abenteuer, aber das wird schon funktionieren. Ja. Also solange ich mein schickes Kleid und meinen Schmuck haben darf, bin ich zufrieden. Okay. Kannst du auch schon ein schickes Kleid oder... Muss auch dann, aber der muss auch, wenn du dran bist, musst du genau beschreiben, wie das aussieht, ne? Das mache ich. Ich werde sie ja auch zeichnen lassen. Sehr gut. So, warte mal. Was ist mit dem Gold nochmal? Oder was? Unten bei Equipment. Starting Gold bekommt. Muss ich hier auch schon was eintragen bei Ideale und so? Das ist für dich einfach nur. Das okay. Ist aber was wir noch machen können, genau, was du uns selber vielleicht auch nebenbei so ein bisschen gucken kannst, nämlich dein Zauber, welche Zauber du eigentlich hast. Ja. Bevor ich noch hier lange noch rumsuche und gar nichts weiter passiert. Machen wir das nochmal schnell. Und zwar ist es wahrscheinlich am besten, wenn wir dann einfach mal auch gleich ins Internet gehen. Weil im Internet gibt es nämlich sehr viel bessere, übersichtliche Listen, was es eigentlich alles so an Zaubern gibt. Mhm. Die Beyond bestimmt, oder? Ja, Magic. Also du kannst Spells einfach mal eingeben. D&D. Zuels! Schreibt mal mit einer schiefen Dings. Guck mal, da unten da, Spells oder Dungeons & Dragons, genau das Ding. Wizards. Ach, guck mal. Du kannst einfach da drauf gehen und kannst dann da einstellen, welche Dings dann ist. Die Kriegslocke. So, und dann gehst du jetzt hier nämlich Kriegslocke. Auf Warlock. Und dann nochmal, und dann gehst du hier noch auf Spell Level, einmal auf Cantrip. Ach so. Also, genau, Cantrip und First. War schon richtig, First. So. Und dann gehst du auf Filter Spells. Erlädt. Ja, doch mal ganz kurz. So, und dann kannst du nochmal hier sortieren, bei Level nochmal raufklicken, dass du halt wirklich oben die Cantrips hast und unten die First Spells. Chips, genau, das ist nämlich oben jetzt der ganze Cantrips und so weiter. So, also, du hast auf Level 1. Du kennst 2 Cantrips und, oder nennt sich übersetzt, Zaubertricks. Ja. Und du kennst schon 2 Level 1 Zauber. Okay. Aus denen du es also aussuchen kannst. Der Unterschied zwischen Cantrips und Level 1 Zaubern ist folgender. Es ist ja wirklich bei Magie so, jede Charakterklasse, kann man auch hier sehen, hat halt immer ihre Spare-Slots, ne? Also Level 1 Zauber, Level 2 Zauber, Level 3 Zauber, Level 4 Zauber und so weiter. Und kann halt pro langer Rast, also pro Tag, haben sie halt immer nur ein maximales Maß, wie viele Zauber sie einsetzen können. Das ist sozusagen das, was Mana ersetzt. Bei dir ist halt so, du hast am Anfang nur Spell-Slots ein. Also kannst du sogar nur am Anfang Level 1, hast du nur einen Zauber kannst du am Tag einsetzen. Mach mir mal einen Kreis, dann ist mein Spell-Slot. So ungefähr. Also du kannst pro Tag nur ein Level 1 Zauber einsetzen. Das halt auch mit Level immer mehr wird, immer höher wird und so weiter. Mhm. Genau. Aber die Taumaturgie habe ich automatisch. Ja, ne? Das hat automatisch, genau. Das ist ein sogenanntes, genau, jetzt kommen die Zaubertricks. Taumaturgie ist zum Beispiel auch ein Zaubertrick, den du halt durch deine, weil du ein Tiefling bist, einfach schon beherrscht. Zaubertricks kann man immer einsetzen. Zaubertricks sind also wirklich Zauber, die kannst du, selbst wenn du keine Zauberslots mehr offen hast, kannst du die immer einsetzen, benutzen, so oft du möchtest. Ja. Und deswegen empfiehlt sich immer als Cantrip zumindest einen Schadenszauber zu nehmen. Ja. Bei Hexenmeister Zephlin nimmt sehr gerne den Eldritch Blast zum Beispiel. Ja, ich denke auch, da muss ich den Klassiker nehmen. Ja, oder du kannst halt auch andere Zauber nehmen. Du kannst auch, wenn du raufklickst, kannst du nochmal durchlesen, was eigentlich genau der Zauber macht. Obwohl, was macht Frostbite? Geh mal drauf. Call the number of frost to form one, on one creature as you can see within rage.
Target must make a Constitution saving throw on a failed save. The target takes 1d6 cold damage. Genau. Und hat auch noch Nachteil, wenn das nächste Mal mit einer Waffe angreift bis zum Ende deines nächsten Zuges. Okay. Genau, und dann auf Level 5 sind 2w6, auf Level 11 sind 3w6, Level 17 sind 4w6. Okay. Ja, weil Green Flame Blade klingt zwar auch gut und Lightning und Gedöns und so, aber ich dachte, da wir es ja schon etabliert haben, dass ich auch frostresistent bin, finde ich eigentlich Frostbite ganz gut. Okay. Wir sind Range, genau. Also einfach nur in deiner Reichweite und das sind 60 Fuß, also 30 Meter, ne? Frostbiss. Ah, ne, 18 Meter, genau. 16 Fuß, 60 sind Fuß in 18 Meter, so. 18 Meter. So, 18 Meter Reichweite. Schreib mal sicherheitshalber ein, obwohl, das muss ich mir dann irgendwann nebenbei aufmachen. Genau, dafür brauchst du auch keine Components, irgendwie sowas, das kannst du einfach so auf jemanden machen. Genau, kannst du da hinschreiben, der Gegner muss einen Ausdauerrettungswurf machen. Ja. Also Con. Con. Con Saving Throw, so nach dem Motto. Sprich, also wenn du jetzt auf jemanden einsetzt, dann muss ich für den Gegner also einen Rettungswurf machen auf Ausdauer. Und wenn ich jetzt halt eine 12 oder niedriger habe, funktioniert ein Zauber. Wenn ich aber eine 13 oder höher habe, funktioniert der Zauber nicht. Was ist das? Ach so, ja, stimmt, hier ist da, ja, ja. Gehen wir auf eine andere Seite vielleicht nochmal. Gehen wir einfach mal D&D einfach nur Spells oben ein. Bei D&D Beyond möchte immer gleich für alle Zauber immer nur nochmal, dass du die Sachen hast. Weil wir haben es auch hier, aber ich finde im Buch ist es halt so nervig, die jetzt so Stück für Stück rauszusuchen, weil die etwas durcheinander sind. So, guck mal da, das war schön. Wie geht dort, glaube ich, war das? So, cutten wir das Video hier ein bisschen. Ja. Aber hier kann ich nicht sagen, welche Dings, ne? Schau gerade, das hier irgendwie. Ah, hier. Das Blurred Class Warlock. So. Genau, das ist alle Cantrips. So, das hier hat mich direkt interessiert. Dungeon All Charisma Checks. Genau, also sprich, du kannst auf den Gegner kannst du einen Freundschaftszauber einsetzen und dadurch kannst du ihn halt sehr viel einfacher charismatisch. Was ist jetzt passiert? Ach, ich bin zurückgegangen. Ich glaube, nee, du hast nochmal. Ah, nee, noch. Ja, noch. Das muss auch nehmen. Das wäre Nekromantie. Dass du einen Nekromantie-Zauber einsetzt. Ja, Chill Touch nehme ich noch. Okay. Also du kannst auch noch in Ruhe dann noch mal selber noch mal nachgucken, was noch alles im Zauber gibt und kannst gerne noch mal was umtauschen irgendwie. Ja. Genau, aber dann immer erst noch Chill Touch. Also sprich, 120 Fuß, also 36 Meter. Ja, 36 Meter. 1W8. 1W8 Necro-Schaden. Necro. Und dann muss noch machen wir irgendwie Range-Spell. Also sprich, da ist zum Beispiel so, um den Gegner zu treffen, musst du einen W20 werfen und plus 5 bei dir also, ob du den Gegner auch triffst. Du musst halt damit dann halt aus seiner Rüstungsklasse kommen oder höher, um den Schaden halt zu verursachen. Ja, okay. Okay, da hast du also die beiden Angriffszauber auf jeden Fall. Und jetzt geht es noch ein zweiter auf First Level. So, und jetzt kannst du davon auch nochmal zwei Zauber dir aussuchen. Ach du meine Fresse. Da ist schon mal, also hier auf jeden Fall. Charm Person. Charm Person muss auf jeden Fall sein. Ja, yeah. You attempt to charm a humanoid you can see within range. What makes a wisdom saving throw and does so with advantage if you or your companions are fighting it. If it fails the saving throw, it's charmed by you until the spell's ends or until you or your companions do anything harmful to it. The charmed creature regards you as a friendly acquaintance. When the spell ends, the creature know it was charmed by you. Ja, also charm person will ich auf jeden Fall. Genau. Also charm person.
Weißer Trennungswurf. Okay. Genau, und da muss ich dann auch wieder halt die 13 von dir schaffen oder höher, um halt den Zauber zu überstehen. Okay. Und den zweiten suche ich mir einfach in Ruhe noch irgendwann aus, würde ich sagen, ehe ich jetzt hier alles durchlese. Ja. Im Video. Puppet. Was heißt UA? Ich glaube, das ist von einem anderen Regelbuch. Das heißt Unearthed Arcana Starter Spells. Ja, genau, das ist von einem neuen Regelbuch. Würde ich noch sagen, nicht. Okay. Also nur nichts, wo hinter noch irgendwie in Klammern steht, sondern nur das, okay. was so ist. Okay, aber das lese ich mir dann nur noch mal durch. Ja. Charm Person wusste ich schon, dass ich das haben will. Ja, also zum Beispiel, was ich empfehlen würde, zum Beispiel hier Hellish Rebuke, solltest du nicht nehmen, ja. Weil das nämlich ein Zauber, dann kommst du auf Level 3 automatisch dazu. Okay. Weil du Tiefling bist. Also den musst du nicht dazu nehmen. Okay. Das ist so ein Instant-Zauber, wenn also du zum Beispiel Schaden bekommst, dann kannst du den Gegner mal extra Schaden mitgeben. Ja. So ein Konter-Zauber, so auf dem Motto. Okay. Aber auch Elkester ist sehr, sehr gut. Das kannst du deinen Rüstungswert so ein bisschen erhöhen und wenn jemand dich angreift, kriegt er automatisch Schaden. Ja. Comrade Language ist auch mal ein sehr interessanter Zauber. Dann kannst du halt alle Sprachen, die es gibt, verstehen. Ja. Sowohl gesprochen als auch leserisch. Ja. Kann auch mal sehr, sehr hilfreich sein. Hex ist auch ein interessanter Zauber, den auch sehr viele Hexenmeister auch benutzen. Ne? Hexenmeister, Hex. wo du halt verschiedene Vorteile bekommst auf den Gegner, den du verzauberst. Genau, kannst du als Bonusaktion auch noch machen. Genau, kannst du einen Gegner verfluchen, den du halt siehst. Und bis der Zauber endet, verursachst du 1W6 extra Nekrotik-Schaden auf das Ziel, immer wenn du es in irgendeiner Form mit irgendeinem Angriff triffst. Okay. Ja, okay, ich guck mal, was ich... Na, außerdem kannst du eine Ability aussuchen, also sprich irgendeine Fertigkeit. Und der hat dann halt auf diese Fertigkeit immer Nachteil, wenn er irgendeinen Versuch macht. Okay. Und wenn er auf 0 Lebenspunkte fällt, bevor dein Zauber endet, kannst du mit einer Bonusaktion einfach auf den nächstgelegenen Hex machen. Also das ist eigentlich so ziemlich mit eines der besten Dings, was ein Warlock haben kann, was Hex angeht. Also das würde ich dir auch empfehlen, irgendwie mitzunehmen. Ja, da gibt es noch ganz viel anderes. Also ja, das kannst du in Ruhe noch durchlesen, was noch ein anderer Level 1 Zauber ist. Und wie gesagt, jetzt geht es halt pro Level up, kannst du halt immer wieder neue Zauber noch dazu nehmen. So, und jetzt haben wir auf Level 1 noch das Besondere bei dir, Pact Magic. Ja. Ja, jetzt kommt noch deine Deity sozusagen, den Dämon oder beziehungsweise das Wesen, mit dem du einen Pakt geschlossen hast, gibt dir halt auch nochmal Vorteile. Ja. So, wir haben die Spare-Slots. Genau, das war das. Das haben wir. So, Evocation. Dim. Ich hab den L für Wall of Spells. Oh, das passt natürlich auch ganz gut. So, also mal gucken. Du hast ja so gesagt, du hast ja eher mit einer Art... Ja, irgendein Dämon, mehr oder weniger, der für deine Götter arbeitet. Ja. So ein bisschen. Speziell ein Dämon der Habgier. Würde von hier Fiend eigentlich sehr gut passen. Genau, das heißt, du bekommst noch ebenfalls Zauber, die du kennst, die du gelernt hast, sozusagen einmal Burning Hands und einmal Command. Gucken wir uns mal angucken hier. Ist das hier da? Steht hier gar nicht, aber wir suchen bestimmt. Nee, create a page. Sollen wir suchen mit den? Weiß ich nicht. Da oben ist eine in der Lupe. Nur ein Command oder Burning Hands, ja? Ist temporary. Oh, wow. Alle. Okay, wenn wir so googeln, irgendwie D&D-Spell. Da war's doch. Soll direkt aus dem Buch, genau. Genau, ist eigentlich ein Zauber, den sonst nur Zauberer und Magier können, aber durch deinen Dämon sozusagen kannst du den Zauber ebenfalls.
Das heißt also, du kannst deine Finger in Flammen stecken. Mhm. Und jede Kreatur in einen 15-Fuß-Cone um dich in eine Richtung. Must make this saving throw. Don't say. Don't say it's a fire, nice flame. Ah, das ist der Zauber, okay. Darf das bei mir so Frostfeuer sein? Können wir machen, das ist blaue Flammen, so nach dem Motto. Ja. Okay, das also. Level 1. Level 1 Zauber ist das, genau. Ja, ich werde mir die da irgendwo alle hinspeichern, damit ich auch nachlesen kann zur Not. No. Weil das alles im Kopf haben ist ja nicht so leicht. Ja. Und die müssen einen Dex-Save machen. No, Dex-Saving-Throw. Und seinen 15-Fuß-Cone sozusagen in eine Richtung. Also 15 Fuß wären. Meter. Also 4 Meter vor dir sozusagen die Kreaturen, wenn also zwei Kreaturen direkt nebeneinander stehen zum Beispiel, dann müssen zwei Kreaturen sogar gleichzeitig einen Geschicklichkeitsrettungswurf machen. Mhm. Und kriegen ansonsten 3W6 Feuerschaden, wenn sie es nicht schaffen. Und wenn sie es schaffen, kriegen sie halt den halben Schaden nur. Also du kannst dann schreiben 3W6 Schaden, wenn du so willst. Das ist stark. Aber jetzt Frage, wenn ich das jetzt wirke und dann steckt die quasi Hand aus und macht Eisfeuer, ist das dann direkt, wenn ich es wirke oder erst, wenn die dann in der nächsten Runde... Nein, das ist direkt, wenn du wirkst. Okay. Direkt, wenn du wirkst, ist es sofort der Zauber in deiner Runde. Das ist deine Aktion dann sozusagen. Ja. Außerdem, es gehört auch den anderen, kriegst du noch Command. Command. Das ist, glaube ich, für dich so ein sehr guter Zauber. Command. You speak a one-word command to a creature you can see within range. Targets must succeed on a wisdom saving throw or follow the command on its next turn. The spell has no effect. Targets is undead. Okay, auf Untote geht's nicht. Ja. Oder wenn es meine Sprache nicht versteht. Oder wenn der, wenn es ihm gegenüber harmvoll wäre. Genau, also Command muss ich vorstellen, genau, du kannst ein Wort, hier steht es noch besser, speak one word command. Und das kann sowas sein wie zum Beispiel, also wir sagen, in Englisch ist es ein Wort, in Deutsch würde ich auch zwei Wörter zulassen, weil Deutsch ist auch, also zum Beispiel nur fallen ist doof, du kannst auch lass fallen zum Beispiel. Also wenn du siehst, einer Gegner ist bewaffnet irgendwie mit einem fetten, legendären Schwert in irgendeiner Form, kannst du einfach den Command versuchen auf ihn einzusetzen, vorher kannst du sagen, lass fallen, dann lässt er halt, dass er gerade eine Hand hat, lässt er halt fallen. Und dann hat er seine Waffe halt nicht mehr in der Hand gerade in dieser Richtung. Du kannst halt dadurch also einen kurzen, schnellen Befehl auf den Gegner halt in irgendeiner Form machen. Oder du kannst auch sagen, wie springen oder spring runter zum Beispiel. Ja. Versuch da die Klippe runter zu springen. Aus dem Fenster, das wäre aber harm vor ihm gegenüber. Stimmt, doofes Beispiel. Das muss halt aber zum Beispiel attackier Ork. Zum Beispiel. Dinge. Okay. Ja, wenn er natürlich untot ist oder wenn es eine, sagen wir, eine dumme Bestie ist. Ja. Ist es auch schwierig. Also du kannst jetzt zum Beispiel auf... Also ich ein wild gewordenen Eber, der auf euch zurennt, wenn du jetzt nicht gerade mit Tieren sprechen kannst, ist das halt, kannst du es nicht wirklich benutzen. Okay. Ach so, und 60 Feet, also 18 Meter. Okay. Genau. Genau. Genau, das kriegst du aus Level 1. Du kriegst mit weiteren Leveln, kriegst du halt dann auch immer wieder neue Zauber, mächtige Zauber. Wenn du halt dann ab dem Punkt, wo du zum Beispiel Level 2 Zauber kannst, kriegst du noch weitere Zauber hinzu, Level 3, Level 4, Level 5 und so weiter. Mhm. Außerdem kriegst du jetzt noch was, und zwar ab Level 1 kriegst du auch noch Dark One's Blessing. Das ist kein Zauber, sondern das ist wieder bei deinen Eigenschaften, das ist Seite 1. Da kannst du zum Beispiel Magier Magien schreiben, wie du magst. Und zwar, wenn du die Lebenspunkte von einer gegnerischen Kreatur auf 0 bringst, bekommst du temporäre Lebenspunkte hinzu. Und zwar dein Charisma-Modifier, also 3, plus dein momentanen Hexenmeister-Level. Also auf Level 1 wäre das halt, kriegst du jedes Mal, wenn du eine Kreatur auf 0 Lebenspunkte bringst, kriegst du 4 Lebenspunkte temporär hinzu. Also wenn ich den PSG auf 0 bringe, dann
temporärer TP in Höhe. Auf Level 1 wäre es jetzt 4, also sprich, es wäre dein Charisma-Bonus, also CH-Bonus, plus dein Hexenmeister-Level. Plus Warlock-Level. Okay. Genau. Aber nur wenn ich das mache. Nur wenn du jemanden auf nur Lebenspunkte okay. bringst. Dann kriegst du temporäre Lebenspunkte. Die temporären Lebenspunkte gelten, glaube ich, für eine Stunde. Oder wenn sie halt erschöpft sind. Ja. Wenn sie halt niedrig sind. Genau, das ist das, was du halt durch deinen Pakt mit dem Dämon sozusagen bekommst. Mit dieser, mit den Habs, so mit einem niederen Habgier-Dämon sozusagen von dem Glauben der sieben Todsünden. Ja. Der hat durchaus, ich habe schon eine Idee, wie wir mit dem spielen werden. Okay. Aber das verrate ich, haben wir in dem Video noch nicht. Das werdet ihr in der Kampagne sehen, ja. wie das noch weiterläuft. Okay, dann schauen wir mal ganz kurz, haben wir jetzt alles. Dein Gold, genau, wie viel Gold du am Anfang hast. Das wird uns sehen. So, einen Zauber haben wir jetzt nämlich ansonsten alles. Für Warlock generell haben wir jetzt, glaube ich, alles. Dein Equipment ansonsten haben wir auch schon. Genau, also jetzt noch dein Startgold wäre jetzt noch. Ups. Das müsste ja auch hier unten. Unser Equipment. Viel. Ja, vielleicht nicht unbedingt viel. Hallo? Habgier. Habgier. Es muss viel sein, sagst du. Ja. Ich nenne mich Tisaya-Dekarian. Warnock, da. Mal sehen, wie glücklich dein Gott zu dir ist. Würfel bitte einmal 4W4. 4W4. Also, ich kann ja mal 2 auf einmal würfeln. No. Was, muss ich mir jetzt da was merken? Da, also, du hast gerade würfelt. 4W4. Not bad. 8, ja. Und nochmal? 1-1. Sehr gut, 4-4-1-1. Okay, das heißt, du bekommst das jetzt mal 10. Also haben wir 100 insgesamt. Das heißt, ein Startgeld sind 100 Gold. Finde ich für dich eigentlich ganz in Ordnung. 100 Gold. Sehr gut. Ist doch nicht schlecht. Und Schmuck im Wert von 20 Gold. Genau, was du halt noch überall umträgst. Ist doch nicht schlecht. Ja. Also 100 Gold, dafür sind halt Dielen da. Es hat hier, ne, Kupfer, Silber, okay. Elektrum, Gold, Platin. Also kannst du jetzt hier bei Gold kannst du eintragen 100 Gold. Muss halt nicht so extra hinschreiben, genau. Okay. So, haben wir also schon mal den Gold noch festgestellt. Genau, was hier noch ganz oben ist, hier mit Inspiration, das ist halt entweder, wenn du halt wirklich durch den Baden zum Beispiel irgendeine Inspiration bekommst, beziehungsweise ist halt mehr so da, was ich auch mit anderen Gruppen gemacht habe, wenn ihr besonders gut spielt oder vielleicht einmal pro Session, das ist dann einmal extra werfen. Also sprich, einmal kannst du einen Wurf, deine Inspiration benutzen, um nochmal einen Wurf zu wiederholen. Also das darf ich entscheiden. Nein, das entscheide ich denn für dich. Wenn es solche Bade mir Inspiration gibt, dann darf ich entscheiden, wann ich diese Inspiration benutze. Okay. Wenn du Bade Inspiration ist immer so Besonderes, weil das gilt halt maximal eine Stunde oder irgendwie so, oder 10 Minuten oder sowas. Ja, also dann, okay. Aber ja, klar. Also am Anfang, Verzeihung, ist man noch nichts weiter. Temporäre Points haben wir auch, das haben wir auch. Und genau, achso, Passiv. Wie war das nochmal? Passiv war, glaube ich, einfach nur dein Weisheits, was du bei Weisheit, glaube ich, drin hast. Wie war das nochmal? Da stehen Klammern Perception hinter. Passive Wisdom Perception. Wofür ist das da? Perception. Das ist sozusagen der Wurf, wenn jetzt irgendein Gegner sich an euch anschleicht. Dann sage ich nicht einfach, würfel mal auf Wahrnehmung. Ach so. Sondern das ist dann halt, ich weiß dann halt eure passiven Wahrnehmungswürfe, was sozusagen du unbewusst mitbekommst und nicht aktiv jetzt gerade Ausschau hältst, nach dem Motto. Ja, naja, dann ist das bestimmt plus 2, ne? Ist auch nur plus 2. Ah, nee, es war. Ah, lass mal. Perception Modifier. Ah, genau, 10 plus, was du als Bonus, also wäre es bei dir 12. Dann passt ja, Weihnachtswurf ist 12. Das war's, genau. Ich wusste nicht, ob es jetzt 8 war oder 10. Deswegen, okay. Gut, dann haben wir, glaube ich, alles ausgefüllt, oder? Ja. Zauber haben wir auch.
ja, das ist halt der Bogen, ist halt wirklich für dich. Also da kannst du halt noch, oder kannst auch hier nochmal, wenn du irgendwelche besonderen Schätze nochmal irgendwie hast, also kannst auch dein Equipment, kannst auch theoretisch hier reintragen, kannst auch ein Bild hinzufügen, was weiß ich, da kannst du halt alles für dich halt so reinmachen in irgendeiner Form. Okay. Okay. Ja. Also dann können wir nochmal zusammenfassen. Ich bin Tisaya Dikarian, ich habe mich nochmal umbenannt, weil mir gerade auffällt, wenn da Karius drin ist in dem Wort, dann werde ich garantiert gemobbt werden. Deswegen heißt es jetzt Tisaya Dikarian. Aha. Hexenmeisterin Level 1, ein Tiefling, in Klammern Chaotic Neutral, gespielt von Erik. Experience Points, trauriger Smiley. Oh. Stärke 8, Geschicklichkeit 12, Konstitution 12, Intelligenz 14, Weisheit 14, Charisma 16. Ich habe eine Armor-Klasse von 12, Initiative plus 1, Speed 9 und ganz viele andere tolle Sachen. Mit dem werde ich dann Schabernack treiben. Mit dem wirst du dann Schabernack treiben, genau. Ja, das ist eigentlich jetzt erstmal die gesamte Charakterstellung. Hat jetzt ganz schön lange gedauert. Das ist halt, ich glaube, beim allerersten Mal, wenn man mit jemandem, der noch gar kein Dungeons & Dragons gespielt hat, immer ein bisschen aufwendiger, dauert länger. Ja, beim zweiten Mal wüsste ich ja dann schon. Richtig, genau. Da muss jetzt nicht mal nochmal alles erklären, wie es funktioniert, sondern man kann es relativ schnell machen. Also die erste Charakterstellung ist immer so. Also ich hatte auch mit einer anderen Truppe, wo ich jetzt erst vor kurzem mal Charakter erstellt habe, hat auch das allererste Mal, das war auch, wenn ich noch nie Dungeons & Dragons gespielt haben, hat auch 2 Stunden gedauert, um alles zu, genau zu erklären, wie alles funktioniert. Aber danach geht es immer schneller. Und wie gesagt, danach ist natürlich das System ist relativ simpel. Klar, jetzt würde noch dazu kommen, wie funktioniert eigentlich Kämpfen? Aber das machen wir jetzt nicht noch speziell in einem Video. Das machen wir in Kampagne, da erkläre ich dir nochmal genau, wie funktioniert eigentlich ein Kampf ab. Ja, auch wie die Würfel, also Würfel funktionieren und so weiter. Genau, also man kann nur groß sagen, man hat immer halt Aktion, Bewegung und Bonusaktion. Das ist halt so allgemein, was man sagen kann bei einem Kampf, was man halt also machen kann. Wie das dann genau funktioniert, erkläre ich dann, wenn es denn soweit ist. Ja. Und was ich auch wirklich sagen kann, es wird mehr Kämpfe geben. Ja. Auf jeden Fall. Das ist bei Dungeons & Dragons normal und es wird auch definitiv soweit sein. Okay. Dann sind wir damit durch mit deinem Charakter. Ich hoffe, du hast es hat alles so funktioniert, dass du alles so verstanden hast. Wie gesagt, der Rest können wir noch im Nachhinein so ein bisschen noch klären, was noch so fehlt. Ja, alles also das Standard-Ding, was wir so haben. Wunderbar. Ich hoffe, auch ihr hattet ein bisschen Spaß, weil mir war es nicht zu langweilig, weil es noch sehr, sehr viel Erklärung und auch immer wieder nachgucken und ähnliches. Ich gebe mir Mühe mit den ganzen Regeln, dass immer so alles hinzubekommen. Man kann sich eigentlich alles merken, das ist abartig. Bei den ganzen Klassen, vor allem, dass es noch mehr Klassen und Rassen noch bei den ganzen Erweiterungspaketen noch dazu sind, blickt man niemals alles durch. Und dass ihr zumindest so einen kleinen Überblick habt, wie funktioniert eigentlich Dungeons & Dragons, wie funktioniert das Regelwerk, wie funktioniert die Charakterstellung, was ist eigentlich alles so möglich. Ja. Und ja, und den Rest, was denn eigentlich die anderen Charaktere sind, welche da noch alles so drin sind, was sie anspielen werden und ob diese Truppe von chaotischen Abenteurern überleben wird, erfahrt ihr schon nächste Woche. Jawohl. Und dann würde ich sagen, habt bis dahin einen wunderbaren Morgen, Mittag, Nacht, je nachdem, wie ihr heute schaut. Und bis in einer Woche. Euer Steven. Und euer Erik. Ciao. Ciao.